Ja, geil! Also es gibt hier richtig viele. Ah! Oh, no, nein! Mann! Meine Güte! Deine Körperbewegung! Einfach nur. Es geht wieder los. Abfahrt! So! Stör! Nein, komm durch! Oh mein Gott! Was? Ich werde dieses Spiel so ficken. So Leute, hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Dark Souls. Der eine oder andere hat in den letzten Folgen mitbekommen. Ich habe die 25 Todesmarke überschritten, Maxim. Wir sind inzwischen bei 45. Oh, da ist ein Counter mit drin. Das heißt, bei 50 kommt dann, weiß ich nicht, muss ich mal abklären, wer ein bisschen Zeit hat. Donny, Matteo, Etienne. Über Discord dann. Ja. Maxim ist ja Nachbar, aber technisch quasi. Er sitzt ja auf der anderen Seite des Flusses bei Freaks. Und deswegen ist er vorbeigekommen. Schön mit dem Käffchen. Mhm. Mafia 3 und World of Tanks. Richtig. Oh, lol. Ja, du hast ein paar Fragen wahrscheinlich, ne? Ja, also ich habe mich mega drauf gefreut, erstmal grundsätzlich dabei zu sein. Du hast ja jetzt in den letzten Tagen extra Dark Souls nochmal gezockt. Genau, ich habe jetzt nochmal im Stream sehr, sehr viel gespielt. Auch mit der Community, da hat man, ich habe ja quasi das erste Mal einfach so Let's Played und dann jetzt im Stream und nochmal mehr Informationen quasi bekommen. Mhm. Kann mir aber auch mein eigenes Let's Play nicht mehr anschauen, deswegen. Mhm. Weil ich so viel falsch gemacht habe oder so viel Blödsinn quasi gemacht habe. Aber ich schlag mich tatsächlich ganz gut. Du hast sehr, sehr viele Tipps bekommen. Geh mal deine Stats rein. Ja. So, das heißt, ich habe schon gesehen, du hast diese 2021-Geschichte, also Vitalität und Kondition recht hoch. Dann hast du die Waffe so, dass du sie tragen kannst, ne? Ja, pass auf. Ich habe jetzt in der letzten Folge, die war jetzt für dich noch nicht online ersichtlich, ich hatte eigentlich 14 Stärke. Okay. Einfach nur genug für Ushigatana. Ja. So, und seitdem hatte ich keinen Grund, Stärke zu skillen. Jetzt habe ich aber Sheep of the East extra gekillt. Ja. Damit ich sein. Was ist denn jetzt los? Okay. Sein Schwert bekomme. Ja. Also das Murakumo. Ja. Weil das ist ja wohl. Ich spiele auf Dex. Ja. Dex technisch so mit die krasse Waffe. Okay. Weißt du nicht? Ich weiß die. Also ich habe. Es braucht. Das 28 richtig, das braucht richtig viel. Okay, das wird noch ewig dauern. Aber das Deck-Scaling sieht echt nicht schlecht aus in dem Bading. Ja, vor allem geht das nochmal auf A, wenn man es upgradet. Wenn es komplett hoch ist, ja. Ne? Was brauchst du dann? Es geht wahrscheinlich bis plus 10 oder so. Oder es ist sogar eine 15er. Ich glaube sogar 15er, deswegen ist es so krass. Ich kenne mich ja nicht so aus, ja. Aber zum Beispiel, ich arbeite viel immer mit der Community, dass die halt integriert wird und es gleichzeitig auch mir Mehrwerte bietet. Ja. Aber halt, dass es im Rahmen stattfindet. Nee, nicht so, du hast Kohle übersehen, Dicker, bei 12,38. Ja. So, und da hatte mir einer zum Beispiel so eine Ranking-Liste von Waffen geschickt, welche am krassesten sind, sollte ich die mal finden. Ja. Ich bin zum Beispiel dann nicht einer, der im Internet sucht, wo kriege ich die? Ja. Weil ich will das schon ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ja. Wobei beim Murakumo, das wurde mir jetzt speziell empfohlen, da wurde mir gesagt, yo, der Shiva, dies, das, umbringen, bekommst du eine geile Waffe. Ja. So. Oder man lässt ihn leben und kann halt geile Waffen kaufen. Geht ja auch. Ja. Weiß nicht, ob du das weißt. Und, ich habe ihn getötet. Ich wusste nicht, dass okay. Er überlebt. Ja, wenn man ihn nicht tötet und man in diesen Eid eintritt, bei der Katze, ja. Dann switcht er wohl zu Schandstadt seine Position und ist ein Händler und verkauft richtig krasse Dex-Waffen. Oha. Aber halt nicht das. Siehst du, das ist auch etwas, was das Spiel nicht sagt. Ich habe ja deine Finsterwurz-Folge gehört quasi. Ja. Und da warst du auch nicht gerade glücklich über die Katze. Das Spiel punisht halt sehr, sehr hart. Du kannst ja einfach speichern und Dialoge anders entstehen lassen. Das ist ein bisschen schwierig. Nee, ja. Genau, also bei solchen Waffensachen kenne ich mich gar nicht so sehr aus. Also ich bin da nicht so deep drin. Ich bin dann so einer, der über die anderen... Du hast ja Full Tank und so gemacht. Ne? Ich habe das erste Let's Play, darf niemand angucken. Es ist wirklich terrible. Ich hatte glaube ich 33 Vitalität oder noch mehr sogar. Und genauso wie Kondition. Ich habe auch die Havel-Rüstung bei einigen Bossen getragen. Weiß ich nicht, ne? Ist kein Dark Souls mehr. Also du bist halt... Diese Steinrüstung, ne? Die habe ich auch bekommen. Ja, die... Also gibt es, glaube ich, im Finsternis. Du kriegst später noch eine krankere. Noch krankere? Ja, okay, die hat schon 8 Tonnen. Ja, die Havel ist, glaube ich, noch schwerer, glaube ich. Also es ist wirklich... Du kannst da... Ich konnte sie zum ersten Mal tragen mit 50 Stärke oder so. Okay. Und da konnte ich nicht tummeln. Er macht's nicht. So, er macht nur so... Und das bewegt sich nur nach Aber vorne. Er muss es ja auch nicht mehr. Ne? Du hast quasi so viel Poise, dass du geschlagen wirst von anderen und währenddessen trinken kannst. Ja. Ja.
Ja. Komplett dumm, das ist legit kein Dark Souls. Da gab es hier auch eine fette Diskussion, so, es gibt so einen Ring, verrosteter Eisenring, verbessert die Balance. Hm. Balance ist ja übersetzt Poise. Ja. Aber dieses, also, Poise ist hier nicht gemeint, das ist schlecht übersetzt. Der ist nämlich dafür da, dass man den Sumpf dass man da schneller durch kann, dass man ja. nicht so einmatscht. Also hier steht, wie in Sümpfen die Balance des Trägers verbessert. Aber okay. die checken halt nicht, dass Poise, also der Wert Poise ist ja auch Balance. Ja, so, das ist halt komplett Troll. Ja. Das Witzige ist, wir sehen übrigens fast gleich aus. Ich habe dann auch diese rote Rüstung. Du hast den normalen. Also teilweise, ich habe durchmixt. Ich habe zum Beispiel Schattengamaschen. Also so, dass meine Resi so ausgewogen sind. Ah. Hier drin habe ich mir gedacht, kannst du mir mal beantworten? Wir müssen auch anfangen zu zocken. Ja, los geht's. Die schießen ja Blitze. Ja. Ist es Magie oder Blitz? Blitz. Okay, weil dann habe ich zum Beispiel überlegt, switche ich komplett die Rüstung auf Blitzresistenz und so. Aber wirst du, glaube ich, nicht so brauchen. Also die Schlangen sind nervig, aber das, was du halt hier, also du hast ja hier einen Endgegner offensichtlich in der Festung. Ja, ja. Und dieser Endgegner, der hat da nichts mehr mit Blitzen zu tun. Ja, ich glaube, den habe ich schon gesehen. Ich spiele übrigens mit Speer, weil ich gesehen habe, erstmal sind die, ich kann die nur, also ich kann die parieren mit dem Ushigatana, aber keinen Crit dann machen, weil die irgendwie zu groß fürs Ushigatana und zu weit entfernt sind. Mit dem Speer geht's. Okay. Und du hast gefragt, carryst du viel? Ja, hier schon. Ist stark, ich kann nicht. Noob. Du hast ja gefragt, welcher Buff das oben ist. Das ist dieser Hornissenring. Mit dem. Da machst du mehr Crit damit. Mach ich mehr Crit und One-Shotte nach dem Parieren die großen Echsen hier drin. Okay, das obwohl, ist cool. Obwohl ich dieses Speer hier null verbessert habe. Das habe ich auch hier gefunden. Das ist die Blitzspeer, findet man wohl hier. Keine Ahnung. So, ich habe das oben so umgestellt, dass hier nichts mehr kommt. So, und jetzt stecken hier die Kugeln rein. Und wenn ich hier die Leiter runtergehe, komme ich nicht weiter. Geh mal runter, ich habe ja die. Also ich bin so einer, ich erkunde gar nicht so viel. Du kennst das geil. So, ich bin jetzt hier und denkst so, scheiße. Weil ich habe gesehen, an manchen Stellen, es geht hier noch viel weiter in die Tiefe. Da sind noch mehr so eine Magier und da ist auch so ein Yu-Gi-Oh! Monster, die ist riesig, diese blinde Dämon, dieser Dämon. Okay. Und ich habe mir gedacht, eigentlich will ich da hin. Aber ich will irgendwie jetzt erstmal meine Seelen ausgeben. Aber das ist das zweite Ding. Ich finde das scheiß Feuer hier nicht. Dann kann man so machen. Soll ich dir zeigen, wo es ist? Also, du bist hier, weil ich 25 Tode hatte. Ja. Und du darfst jetzt selber entscheiden, wie du damit umgehst. Okay, ich würde sagen, ich sag dir, wo das ist. Ob du mich nur verarscht? Nee. Oh, Leute. Könntest du auch machen. Dich mega nur lustig machst, wäre okay für mich. Oder ob du mir sogar Tipps gibst, wäre so auf der anderen Seite der Skala. Ja. Oder ob es ein Mix sein soll. Also ich bin so einer, ich hype, wenn jemand Erfolg in dem Spiel hat. So, da freue ich mich übelst so. Das heißt, wenn du... Gibt's hier viel zu hypen, bin ich ehrlich. Ja, das glaube ich auch. Deswegen wäre mein Plan, also meine Hoffnung wäre, du, bei mir schlachtest du Bosse ab. Und der Traum wäre natürlich, wenn wir es bis nach Anor Londo schaffen. Keine Ahnung, was ist das Goldene? Ja. Das Goldene Stadt? Das ist quasi, wenn du hier den Boss machst, dann kriegst du den. Ach, das bedeutet, jetzt spoilert er mich. Ja, genau. Also ich meine, es passiert halt wirklich so. Okay. Und also deswegen bin ich so ein großer Freund davon, wenn ich dir ein paar Sachen sage, wenn du fightest, erkundest du alles selbst. Wenn du das Gefühl hast, ich weiß nicht mehr weiter, dann fragst du mich quasi. Aber ich bin so einer, der relativ viel Enjoyment daraus gewinnt, Bosse zu zerbersten. Siehst du, jetzt fällt mir gerade ein, hier wollte ich immer hin, dann mache ich den mal tot. Ja, einer. Und Anvision natürlich. Der macht halt wirklich viel Blitzschaden, ne? So, alter, solide Attack-Speed, was ist das denn? Ja, das ist richtig am Arbeiten. Okay, geil. Also hier war ich noch nicht. Mir fiel nur immer aus, wenn ich runtergerannt bin, hat mich hier einer abgeknallt. Ich dachte, irgendwann finde ich den Weg dahin. Ja. Jetzt gehe ich da gerade hoch, während du irgendwas erlaberst vom Bossen und so. Ja. Und sie so, Alter, ich kann hier runterspringen. So, schon geht's weiter. So. Aber ich habe einfach nur gemerkt, es gibt 10 Millionen Fallen. Ja. Warum kann ich nicht? Achso, hab ich schon. Ich glaube, der wollte da runter. Er ist dumm. Ja, er ist dumm. Es gibt so viele dumme Dark Souls-Spiele. Nee, er ist einfach gestorben. Was ist denn gestorben? clever. Sofort der Party. Das triggert mich so hart, dass man nicht hochgucken kann. Aber anscheinend kann man hier an der Kette ziehen. Nicht, nee. Du kannst hier runter, oder? Ist du vielleicht vergiftet? Weil ich weiß nur, dass es hier diesen Zwiebelboy gibt. Diesen Typen in der Ritter. In der Zwiebelrüstung. Ja. Und da gibt es da irgendwelche Quests und keine Ahnung was. Ach, jetzt kann ich hier. Nee, doch nicht. Okay, hier kann ich nicht weiter. Aber hier kann ich weiter. Nee, du gehst jetzt nach oben. Pass auf, wir gehen jetzt nach oben. Ich will einmal kurz hier gucken. Achso, okay. Na, weil ich will natürlich. Das ist. Nee. Oh, beim Spiel kommt das rein. So. Da ist noch eins. Ah, jetzt bist du da, wo man runterfallen kann. Ach! Was ist das? Also diese Gitter sind mir generell nie geheuer. Doch, geht das. Ich bin auf der anderen Seite. Ah! Das kann ich von der anderen Seite nicht öffnen. Warte, die Gitter sind nicht geheuer? Das ist wieder Zaubersache.
Stille. Benutzt du Zauber? Pyromantie. Oh, da brauche ich ja keine Intelligenz. Oh, ich bin enttäuscht. Das also, dürft ihr nicht machen. Also gegen den Glibber an der Decke. Ja, gegen Glibber ist okay. Aber nicht gegen was anderes dann. Nö, eigentlich nicht. Gut. Habe ich nochmal anders eigentlich. Pyromantie ist quasi, weißt du, ich habe mir quasi überlegt, was ich sage. Ist Cheatcode? Ja, basically. Okay. Das ist halt so, wenn du gehst zur Taekwondo-Schule und dann auf einmal sagt er dir, hier hast du eine AK. Ja, es, also, halt, ja. Es geht halt nicht. So. Guck mal, da unten, da, das, also irgendwie, ja. Okay, ich gehe erstmal hoch. So, das ist einfach nur ein Shortcut. Nice. Und hier war ein Zauberer-Set. Okay, cool. So. Ich gehe hoch zur Kugel oder was möchtest du? Also ich will das Leuchtfeuer haben. Ja. Ich würde aber einmal noch was gucken wollen. Also, okay. Also zwecks Leuchtfeuer musst du auf jeden Fall an Höhe gewinnen. Das ist wichtig. Mhm. Das Leuchtfeuer ist wirklich weit oben. Also die Festung ist so aufgebaut, dass du... Der Typ chillt hier einfach so hart, ne? Ich verstehe das gar nicht. Aber der ist halt super tanky. Bam. Ach so, das wäre jetzt schon ein Crit gewesen? Nee. Ich... Okay. Okay, scheiße. Ja, ist jetzt verfüllt. Okay, den mach ich mal safe. Ja, die Angst ist nämlich da, wenn jemand zuschaut, ne? Ja, vor allem hier. Oh! Das, also hier, wenn ich ja hier sterbe, bedeutet das ja wirklich was. Bei dir bedeutet das ja nichts. Nee, ich renne einfach wieder hin. So, und hier ist halt insane. So, ich kann die Kugeln ja umlenken, dass sie hier durchballern und das aufgeht. Aber da habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass mir das was bringt. Nee. Okay. Also, hier war der Dicky, der ist jetzt aber auch weg, weil oben ich das umgelenkt habe. Ja. So, das heißt, ich habe keine Estus Flakon mehr, aber ich kann mir da Menschlichkeit drauflegen, das ginge. Wollte ich generell mal machen. Ja, das ist quasi ein extra Pot. Aber bedenkt dann, das ist später dann irgendwann auch ziemlich nützlich. Also wie gesagt... Aber ich habe halt ultra viele. Du hast halt wirklich viel. So, aber die ist halt die Frage, wie quasi der Spießziel ist. Ich persönlich, darüber haben wir ja quasi gar nicht richtig geredet. Ich habe ja deine Stats quasi angeguckt. Ja. Und das ist halt, Vorsicht, das ist halt für den ersten Run halt relativ normal. Das habe ich auch alles, ich habe quasi auch alle Community-Teams bekommen, wie ich was verteilen soll. Und dann welche Sachen man merkt. Oh mein Gott. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Wieso genau, ist das wieder so? Genau, das passiert nämlich manchmal. Das ist nämlich auch, ich dachte auch nämlich, ich drehe an dem Ding. Ich habe zum Beispiel das aus der Wand. Ich war hier letzte Folge so verwirrt, weil ich habe dann auf einmal realisiert, ja warte mal, aber so wie ich es umgestellt habe, sollte das jetzt so gar nicht sein. Irgendwann kam es einfach dazu, dass ich mich gewundert habe, warum rollt jetzt die Kugel hier ja, lang? Ja, ich dachte zuerst, da ist irgendein Gegner und dreht das einfach. Aber ich glaube, das macht das Spiel einfach nach Zeit. Das will einen einfach fegen. Ja, das ist einfach nach Time so. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann quasi dann so gehabt. Also beim ersten Run ist sowieso alles fein, da kannst du legit machen, was du willst. Meine Learnings waren jetzt quasi, so spiele ich jetzt mehr oder weniger Dark Souls. Und das wird halt später dann relativ wichtig, dass ich halt alles in Damage gepackt habe. In Stärke meinst du? Also ich hab quasi 40 Stärke und 50 Agility. Und dann irgendwann mache ich dann Konditionen und HP rein. Ja, okay, also ich glaube, ich schaff's nicht. Doch, du machst Schild hoch und dann überlebst du nicht. Oh, Alter! Einfach perfekt dazwischen geglitscht. Okay. So. Also, ich war schon auf dem Dach. Ja, da musst du nochmal hoch. Dachte ich mir. Ich wusste. Null! Wir gehen auf so. Dach und wir machen den Gegner hier. Das wäre heute quasi mein Traum. Weil das Ding ist, ich erwarte, also das klingt doch so bescheuert, weil ich nämlich genauso auch in meinen Kommentaren bekommen habe. Du schaffst die Festung, du kommst nach Anor Londo, na, das ist quasi das nächste neues Gebiet. Neues Game. Ist, dann hast du das Tutorial beendet. Und ich dachte, ihr trollt mich doch. Seid ihr komplett bescheuert? Ja, das wird aber bei mir auch. Und es ist halt wirklich so. Das ist super close. Okay, das war... Okay. Aber hier unten meinte ich. Hier ja. Liegt ultra viel... Und der! Yu-Gi-Oh! Monster. Ach, das ist das Titanit-Ding. Aber der ist gar nicht so wertvoll. So, du musst drehen. Wobei, ich weiß gar nicht. Also der gibt dir, glaube ich, so ein Dämon-Titanit. Also auch etwas zum Schmieden. Aber da musst du natürlich gucken, dass du die Waffe hast. Da war ich jetzt aber unkonzentriert. Das habe ich jetzt richtig realisiert. Ja. Wir haben so gequatscht und ich dachte, ich gehe da jetzt einfach rüber. Aber guck mal, dass man sieht. So. Du darfst. Und los. Muss da mehr Rums dahinter? Wie du magst. Ich ruf mal das... Die 3. Blau. Auf Lego-Stein. Ja, geil. Look at that. Alter, das ist sogar Lego-Technik. Weil das ist der Motor. Ja, das wird natürlich wehtun. Okay, genau, du bist heute mein Assistent, Alter. Du bereitest jetzt die Lego-Stones vor. Ja. Also du willst jetzt... Also willst oh, du Alter, in der Kiste Kathleen, sind... Steine. Pass mal auf, wie du damit umgehst. Alter, da bist du das ganze Studio versteinert. So. Stell dir mal vor, die Kiste fällt jetzt nach. Das wäre... So. Stell dir mal vor, jemand würde es über den Kopf schütten. So.
Okay, also du willst jetzt da in der Kiste sitzen oder soll ich, willst du jetzt einfach kurz aufstehen? Wie ist dein Folterplan? Ich steig jetzt kurz auf. Der Ding. Oh, der staggert sogar. Alter, das ist ja voll die geile Waffe. So, jetzt gerne. So, also genau. Ich geb dir die Tüten. Achso, ich mache mal Bestrafungscam an. So, Leute. He will suffer. Ich gebe dir mal die Kiste. Und du? Also, es ist Lego-Technik tatsächlich. Aber kann auch fies sein. Ich will gerade so diesen Kleinkram. Ich glaube, der tut am meisten weh. Sowas. Oder ist einfach unangenehm. Zum nächsten Mal haben wir auch richtiges Lego. Also, nicht Lego-Technik, ist ja auch richtiges Lego. Aber woher hast du das? Kathleen ist übel Lego-Main. Alter. Jetzt war die aber heute beim Arzt, aber das hier hatte die witzigerweise noch im Studio. Genius. Weil die irgendwie hier so ein Set bestellt hat von irgendeinem Auto. Na, das also es ist wirklich ihr's. So, und ich setze mich jetzt mit meinem Arsch da drauf. So, meinst du, es reicht? Ja, test das mal. Weil, ja. weil ich meine, wir können testen. Also ich mach das ja nicht nach Befindlichkeit. Naja, weil es weh tut, ist gut. Na, ich meine, wir können auch das ganze Getriebe reinbauen hier, ne? Das geht auch. Und? Ja, ist schon nicht angenehm. es ist schon nicht angenehm. Ja, geil. Ich glaube es eher... Oh, Entschuldigung, Leute. Ich glaube, das ist einfach etwas, das wird halt mit der Zeit sehr nervig. Ja. Ich glaube aber, Lego Technik hat halt viele abgerundete Geschichten auch. Ich weiß gar nicht, ob die Steine am meisten wehtun. So, übrigens, ich würde jetzt wirklich den Hornissenring dann doch für den Holzmaserring nehmen, weil das hätte mir eben einfach auch gut geholfen. So, hier Trick 17. Oha. Main. Das heißt, Puls in der Erinnerung, ne? Ja, ja, das ist hier. Also, in meinem Projekt geht es darum, Safety first. Ja. Scheiße. Ich habe nämlich geguckt, wie gesagt, die Finsterwurf-Geschichte habe ich quasi komplett gehört. Ja, das war nicht Safety first. Nee, das war nicht Safety first. Das war überhaupt nicht Safety first. Ist auch in Ordnung, aber ich wollte es halt mal ausprobiert haben. Ja, erstens, das Probieren ist gut. Und zweitens, ich merke halt, dass das natürlich dann im Let's Play selber, dann natürlich, ich meine, in Dark Souls läuft man ja generell schon sehr, sehr viel. Alter, wie ist denn der runter? So rippt. Also es ist schon an sich sehr, sehr anstrengend. Das heißt, das Time-Value mit den Strafen ist halt absolut insane. Plus ja. Natürlich, lass die Seen weg. Ich meine, da werden ja ein paar Level fehlen. Du bist jetzt Level 50, glaube ich. So, wie komme ich da zum Beispiel hin? Und hier unten sind Dudes. Aber wenn ich da runterspringe, bin ich instant dead. Weil ich lande und die snipen mich einfach am Boden liegend. Ich habe keine Chance. Sind drei Jungs. Du kannst runterspringen. Du kannst runterspringen und tumble. Erstmal komme ich auf und liege und rappel mich erstmal hoch. Ich glaube, wenn du spammst oder bei der Landung tumblest, dann kriegst du übelsten Damage, aber du tumblest. Okay, also erstmal brauche ich meine 22 Seelen wieder. Ja, cool erstmal. Weil das Ding ist nämlich, dass du, ich meine, ein paar Level wirst du verlieren. Und du hast ja vorhin schon richtig gesagt, dass natürlich die Levelabhängigkeit vergleichsweise gering in dem Game ist. Aber du lässt natürlich das Spiel nicht natürlich farmen. Ne? Das ist halt wirklich... Ich meine, du kommst zu einem Bereich und wirst dann normalerweise mit übelst viel Kohle belohnt. Oder mit übelst viel Seelen in dem Moment. Das ist halt das, was bei dem Let's Play natürlich ein bisschen knifflig ist. Piu, piu, piu. Genau. Und ich bin auch schamlos, wenn es darum geht, was ich mir für einen Vorteil erfarme. Weil ich mir denke, es gibt in Dark Souls keine Regeln. Ja? Nee. Wenn mir danach ist, jetzt in diesem Gebiet... oh shit. Das war ein Doppelschlag. So. Da zu grinden, zum Beispiel im Finsterwurzbecken, dann mache ich das. Und dann, weil es gab dann auch jetzt vereinzelt ein, zwei Leute, habe ich gelesen, OMG, er ist so overleveled, so ist das Spiel nicht gedacht. Und ich denke mir, es gibt kein overleveled. So, in dem Moment, wo man von der Region noch etwas hat, ist man nicht overleveled, wie bei WoW, wo die Mobs raus sind, meinte ich eben da am Anfang zu. Genau. So, jetzt bin ich ja wieder hier, ich bin ja dumm. Nee, also die Levelgeschichte ist sowieso, je nachdem, wie du es quasi packst. Also mir ist ganz wichtig, und ich denke dir wahrscheinlich auch, dass jeder, und so sollte jeder auch Dark Souls selbst erleben. Also wie gesagt, ich empfehle jedem, das Game zu zocken. Ja. Und zwar machst du das nach deiner eigenen Spielweise. Die ändert sich natürlich auch. Also ich glaube, mein erster Run ist natürlich Katastrophe. Der zweite Run schon 100-mal besser und viel mehr auf Schaden, weil du halt weißt, wenn ich dodge, brauche ich keine HP. So. Ja. Also ich finde auch, HP zu skillen ist schon nicht verkehrt. Gerade wenn es der erste Run ist. Ja, klar. Aber merke auch, dass, also ich habe sehr schnell dann auch gemerkt, ist ja eigentlich auch so gesehen nicht mein erster Run, aber den ersten habe ich ja... Na, wie weit warst du denn beim ersten? Ich war schon ziemlich weit. Okay. Ich habe mal auch Spaß in der Prepare to Die Edition,
habe ich mal reingeschaut. Und wir haben uns mal kurz mein Equipment zumindest und so angeguckt. Ja. Entdeckt, aber einfach belohnt. Und ich war schon relativ weit wohl, aber ich kann mich echt nicht mehr dran. Also 5 Jahre her, oder? Also ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Aber wenn ich dann so Gebiete sehe, dann erinnere ich mich so phasenweise dran. So. Okay. Also ich renne nochmal hoch. Ja. Achso, dann sicherheitshalber. Ist das menschlich? Ne, wo liege ich denn? Doch, ich liege da oben. Alles gut. So, run, was war das? Aber das überlebst du. Also mit dem, mit der HP kriegst du eine Kugel ins Face. Das ist halt fest. Durch den Ring jetzt, glaube ich. Okay. Wohin drehen wir es? Ist egal. So, wir drehen, wir gehen hoch. Und dann würde ich dir quasi einmal. Aber normalerweise muss ich dir gar nicht sagen, wo das Bonfire ist. Okay, ja. Weil man sieht, ist wirklich gut. Ja, das Ding ist, ich habe mir oben jetzt letzte Folge eh noch nicht alles angeschaut. Okay. Also alles entspannt. So. Okay. So, jetzt hast du dich. Ja, genau. Das fand ich schon, war eine fiese Stelle, aber hier muss man einfach einmal durchrennen. Das geht. Der nächste Sprung. So, pass auf. Da oben ist noch einer. Ja, aber erstmal, weil der hier wird immer getriggert. Stimmt, der hier unten stresst dich noch, ne? Komm mal her, bitte. Das ist gut. Alter, das finde ich krass. Zum Beispiel, das habe ich auch überlegt, ob ich die Parries einfach von Anfang an lerne. Und ich habe mich dann entgegen entschieden. Oh! Alter, das ist gut. Dark Souls, Leute. Dark Souls at its best. Mit 5 Tonnen Bodyblock. Ich habe keinen Estus Flakon. Jetzt habe ich das. Das schaffst du. Erstmal weg, zweiten Backsteps. Ja, also. Oh, der macht sogar Schaden. Scheiße. Oh, sehr gut, das Ding ist sehr gut. Ja. Es war all plan. Oh mein Gott, du hast den Bogen genommen! Ja, weil ich will unten switchen. Nein, damit kommt er durch. Okay, ich habe mich jetzt nur unten links. Oh mein Gott, das war so bad! Das ist wirklich ärgerlich. Ich habe mich unten links nur darauf fokussiert, die Scheiße jetzt zu switchen. Wo kam der zweite jetzt hin? Dreh erstmal. Achso, ich muss doch hier, Tode. Sind wir jetzt schon bei 47? Scheiße, Digga. Okay. Alles. Ich bin auf Doom. Ich renn wieder rein. Ey, das ist so dumm. Letzte Folge ging das viel geschmierter. So. Ventilator mit dem Gesicht bremsen. Wir haben, der Ventilator ist schon bestellt, kam aber leider noch nicht an. Du musst einmal nochmal drehen. Nochmal drehen, okay. Mit dem Gesicht bremsen. Maxim Space, einfach richtig erwartungsvoll. Ja, ich dachte jetzt geil, wenn das erste Wort Ventilator ist, ist halt schon der. Oh. Doppel 14? Nee. Wie denn 12? Wäscheklammer ins Gesicht. Das habe ich gehört, ist dein Liebling. Das ist das Schlimmste. Wäscheklammer? Das ist das Allerschlimmste. Jetzt habe ich es am Arsch und im Gesicht gleich. Stimmt. Weil das Ding ist einfach, die haben richtig Zug. Und beim Finsterwurzbecken war es am schlimmsten, weil ja, ich habe 2 Folgen hintereinander aufgenommen und hatte bei beiden Wäsche. Ich habe jetzt 4 Folgen hintereinander Wäscheklammer in der Fresse. Und da war es halt so, ich habe das sehr früh bekommen, wie jetzt auch. Oh mein Gott. Wir nehmen mal über eine Stunde auf. Jetzt wird doch richtig geil werden, Mann. Und ich hatte es hier und der Schmerz ist durch die Nervenbahn richtig in die Kiefer gezogen. Es hat dann richtig Kieferschmerz. So. Das ist ja aber ich habe letzte Mal. Ich habe auch nicht viel Speck, das macht es auch schwer. Ja, das stimmt. Aber ich habe letztes Mal einfach gemerkt, ich muss. Ach, stimmt, ins Gesicht. Warum hast du denn. Gibt es quasi Wäscheklammer in die Nase als Extrabestrafung? Ja, Nase habe ich am Anfang gemacht, ja. Aber das ist einfach. Das ist nicht wahr, das, ne? Das ist einfach. Das ist einfach dumm. Aber hier ist auch kacke, weil wenn ich rede, bewegt sich das. Das ist auch kacke. Ja, musst du nachjustieren. Ja, das ist nicht Gesicht. Augenbrauen habe ich noch nie. Kann ich auch mal. Ich glaube, Augenbrauen ist chillig. Oh, er zieht schon jetzt. Vor allem so, ja. Okay, es zieht schon jetzt. Ja, das Problem ist einfach, ich habe wenig Speck im Gesicht. Ja, das muss okay. Halt, ich meine, das Nervensystem. Aber ich muss das jetzt einfach. Triggert ja auch, wenn man dicker ist. Scheißegal. So, ich mache das jetzt wieder so. So. Okay. So, next. Ja, ich rausche jetzt hier durch. Ja, konzentriert. Achso, du machst die trotzdem alle, ne? Ja, das finde ich krass. Nein, weil das Ding ist. No risk. High fun. Okay. Ja, klar, dann rennen die mir nach, ich renne hier durch. Und dann komme ich in Situationen wie eben, wenn ich nicht konzentriert durchkliere. Aber was machst du dann später, wenn der. Also, ich meine, Dark Souls hat ja mit den Bossen und den Bonfires. Hat ja eine seltene gute Kombo, weißt du? Normalerweise ist es immer so, dass du halt wirklich noch 50 Kilometer laufen musst. Killst du die dann alle vor? Ich meine, deine Bossquote ist gerade bei 2 oder so, die ist wirklich gut. Na? Bei 2 Attempts. Oh, ihr kommt durch. Nee. Oh, doch! Oh mein Gott! Ich jump sogar.
Alter, was machst du denn wirklich? Aber das Timing ist doch weird. Er holt ja gerade aus. Da muss ein Parry. In dem Moment, wo er nach vorne sich bewegt. Alter, guck mal. So. Und runter. Der Dude. Der, da kann ich ja sagen, hast du den getötet bei André? Ja, ja, klar. Okay, gut. Aber das der ist auch nicht schwer. Nee, schwer ist er nicht, ist dauernd los. So, oder komm noch an, deine Waffe ist jetzt ja halbwegs okay. Ja, ich habe ja auch noch das Nodashi. Ah! Easy. So, ah ja, genau, da kommt echt. Okay, also Ziel ist, wir wollen hoch. Da gibt's eine Bonfire Riders, weil dann ist es witzigerweise so, wenn du beim Bonfire bist, gibt's dann gar nicht mehr so viel. Ja, ja, ja. Da ist nur noch gerade. Das Ding ist, ich habe ja auch hinter mir noch ein bisschen Content. Tatsächlich. Hast du schon den Schmetterling gemacht? Nein, die Scheiße. Boah, das ist aber Glück gehabt. Ja, das schaffst du echt. Hast du schon den Schmetterling gemacht? Nee, eben, zum Beispiel. Ja, komm, hör auf. Den interrupt ich halt. Alter, die Technik ist so rum. Shit. So. Den Schmetterling. Ich habe noch einen schwarzen Ritter auf dem Turm, da bei der Brücke. Mhm. Der Drache auf der Brücke. Mhm. Den müsste ich auch noch machen. Aber den hast du doch gearrowed, oder? Den Schwanz habe ich abgemacht, aber er ist noch nicht down. Er ist nicht. Und das der heißt, hat mich du willst den auf der Brücke. Keine Kreatur auf der Welt hat mich so oft gekillt wie der Typ. Der da oben? Hm. Ja, das ist eklig. Auf der Brücke. Du bist da auch, du versuchst auch mit Ehre zu kämpfen, ne? Ja, ich will, ja klar. Weil das Ding ist, also ich bin dann zum Beispiel einer, ich backstab den komplett den Arsch weg. Ja, weiß nicht wie. Okay, dann gibt's halt die, also meine, so doch, das weißt du doch, oder? Schild hoch und dann in den rein. Der hat ja quasi, der hat irgendwie zwei Moves oder drei. Der brennt die ganze Brücke ab. Ach, der Drache meinst du? Ja! Ja. Der Drache hat Angst, ja. Der Drache ist wirklich richtig, richtig nervig. Da habe ich aber auch nur Internetsachen gesehen, wo der den. Ja, wie hat er den gemacht? Weiß ich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, der hat dann irgendwie auf den Fuß rumgekloppt und ist dann irgendwie am Rand lang. Also das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob das Entertainment-mäßig für dich halt. Ja, ja, also Worth für mich ist es nicht. Gar nicht. Also wie gesagt, also ich bin ja so einer, ich bin ja ein absoluter Lern- und Entwicklungsverfechter so. Und das ist, glaube ich, bei dem Drachen, es ist kein richtiges Learning, weil du verarschst ihn. Und verarschen ist halt für den Moment witzig. So? Also, ich habe den jetzt zweimal versucht, Dinge herauszufinden bei ihm. Ja. Und das war schon auch alles ganz cool. Ich bin da viel drauf gegangen. Ja. Aber ich kenne jetzt schon viele seiner Tricks. Ja. So. Aber ich bin jetzt noch nicht auf den Schlauch gekommen, was ich jetzt am besten mache, um ihn zu bumsen. Ja. Das ist so ein bisschen das Ding, weil am Ende des Tages steckt da einfach immer die ganze Brücke in Flammen. Ja. Und das. Also ich habe auch nur Tricks gesehen, wo die halt dann unten bei der Treppe rumtüdeln und genau diese Breath Attacks. Mehr oder. Boah, das ist kein gutes Jump'n'Run. Da, der! Alter. Das ist halt in engen Schluchten, wirst du mit der Technik einen übelsten Vorteil haben später. Also da bin ich so einer. Ich lock den raus. So, hier geht's auch noch runter. Da wollte ich auch noch. Nee, wir gehen hoch. Ja, ja, warte. Also, ja, ich will hier nicht jedes Mal durch, da kriege ich ja Anfälle. Ja. So, jetzt wird erstmal der nass gemacht, weil das noch meine sehen. Aber ich höre den hinter mir schon runtergehen. Oh, Leute, aber Platz! Klar, Digga. Sehr gut. Du musst einfach mit deinem Körper auch arbeiten. Muss wirklich sein. Denn ist er. Der ist er. Aber das reicht. Aua! Schön, Schild. Ah, ja, genau in seine Techno rein. Und sogar noch gesidestep. Holy shit. Und jetzt noch. Doch. Nein, du musst konzentrieren. Achso, bei ihm ist eh egal. Der weiß nicht, wo vorne. Der weiß ist. Gar nichts. Der so, das war's mit Arme euch. So. So. Ey, ich hab gehört. Hier gibt's auch einen krassen Ring, der irgendwie. Es wird mir die ganze Zeit in den Kommentaren gesagt. Hier gibt's einen Ring, der Loot erhöht. Schlangenring. Ja. Der ist dann wahrscheinlich da unten irgendwo, wo ich die ganze Zeit hinkomme. Ja, aber Schlangenring und Farm und so. Ich meine, ja, für den schwarzen Ritter, Digga. was willst du denn was von dem hier schwarzen jetzt Ritter? Warte mal, was hier nochmal? Hier ist Schild hoch und dann ganz entspannt, glaube ich. Ich glaube, die werden nicht hier stressen. Also. Ach, der ist eigentlich. Ah, lieber nicht einfach. Den kann man auch mit einem Pfeil und Bogen killen. Ja, wichtig. Du kannst den hinten. Oh mein Gott, Schild hoch. Ne, Tommel. Oh, fuck mich doch nicht ab. Meine Güte. Hä, aber. Ja, du stackerst dann übel hart. Nein, da war die Platte nicht. Die Platte ist da vorne. Guck mal, die Platte ist hier. Vielleicht ist er da drüber gelaufen oder so. Bist du da drüber gelaufen? Weiß ich gar nicht. Wer war hier vorne? Scheiße, Mann! Jetzt ärgere ich mich quasi gleich mit. Hä? Ey, ich bin da jetzt schon 3-4 Mal durchgegangen. Das ist nie passiert. Also ich weiß, dass dorthin was schießt, aber ich hab jetzt auf die Tastatur auch nicht geachtet. Auf die Taste. Okay, die nächste Klammer nehme ich, okay? Nein. Mach.
Ich schwöre, die letzte Folge bin ich da so gut durchgekommen. Also, was heißt gut, aber. Ist wieder Klammer, oder? 13. Ey, das waren jetzt 35.000 oder so. Ja, und die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit. Ja, die Menschlichkeit verstehe ich sowieso nicht. Ey, weißt du, wie viele Seelen ich schon in diesem Projekt dadurch verloren habe? Also, dadurch glaube ich bestimmt schon sechsstellig, oder? Ja. Also wie gesagt, bei mir hat auch einer mitgezählt, wie oft ich gestorben bin. Ich glaube insgesamt im Projekt, also beim ersten Run, wie gesagt, ohne Brain, ohne alles, war es glaube ich 198 Mal. Und da kam auch eine, ich meine, das ist dann so, du wirst dann halt später gegen einige Endbosse kämpfen, Max, und die werden deine Scalings dramatisch verschlechtern. So, hier beide zusammen ist natürlich kacke. Der hat ja übelst Range! Ja. Guck mal, die fuchteln da rum. Oh, au! Oh. Alter, einmal so Stagger, ist eklig. Die haben auch eine große Waffe. Oh, der will. Oh. Ich meine, der Tod ist jetzt ja egal. Ja, wie der stöhnt, ist auch komplett RIP, ey. Oh. Sehr schön. Guck mal, der kann gar nichts mehr. Aber das ist krass, ich finde das so konsequent, dass du das alles machst. Ich bin wirklich so einer. Ich renne dann einfach komplett durch und will nur diesen Fortschritt haben, weißt du? Ja, aber dadurch hast du 198 Tode. Ja. ich meine, jetzt sind es natürlich deutlich weniger, aber für damals war es halt. Also, ich meine, jetzt. Also, du willst ungeduldig sein. Du bist ungeduldig. Nee, sondern ich. Also, ich habe jetzt hier auch. Nee, ungeduldig bin ich nicht, sondern ich genieße einfach. Ich genieße das Boss-Machen, dass du quasi wie so ein Gedicht auswendig lernst, weißt du? Ja, okay. Das Feier, also ich spiele Dark Souls. Meinst du, diesmal kommt er durch? Weiß ich nicht. Ich block einfach hier genau vor dem Ding, dann ist eh RIP. Es ist halt komplett random, was die auch machen, ja. Alter, jetzt hat er legit gewarnt. Und jetzt geht er zurück. Nein! Was ist denn hier mit dieser super Poise-Attack, ey? Alter, das machst du aber. Lernen? Bei den schwachen Viechern. Ja. Einfach bei den schwachen Viechern, diesen Kackskeletten am Anfang, die ganze Zeit parieren dann irgendwann. Aber das Problem dann ist halt, dass später nicht so viele Gegner kommen, die du parieren kannst. Also einige sind richtig krass, die du parieren kannst, von denen du das nicht erwartest. Ja. Zum Beispiel, also kann ich auch quasi spoilern, weil es sowieso nicht mehr passiert. Oder einmal noch passiert. Und zwar, du hast ja dieses Schwein. Dieses Riesenschwein, das ja gebacksteppt in den Arsch, ne? Ah ja. Das Schwein, wenn das charged, kannst du parry. Dann charge es zur Seite. Okay, das ist ja dumm. Richtig dumm. Also es gibt ja richtig viele. Ah! Oh! No, nein! Mann! Max! Arno Londo! Wo ist es? Warte mal, was hatten wir denn jetzt nochmal für eine Bestrafung gerade? Ah ja, nicht einsammeln. Nicht einsammeln. Die haben wir jetzt erfolgreich. Dann sind wir jetzt gemacht. Bei 50, ne? Ne, bei 49. Bei 49. Und die 9. Ich darf das Speer nicht mehr nehmen. Ja, dann nimmst du das Uchigatana, Alter. Genau, und ab jetzt wird halt nicht mehr gestorben. Nein. Ich sterbe ab jetzt nicht mehr. Du stirbst jetzt nicht mehr? Ich versuche die Abmutung aber zu minimieren. Es ist wirklich gerade ziemlich dumm. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass du hier sitzt. Ja, oder die so. Ablenkung ist huge, ich weiß. Also wie gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt irgendwie vor kurzem. Ist ja insane! Ja, wenn man labert! Wenn man labert, nicht konzentriert ist. Wenn der Chat an ist. Wenn man jetzt halbwegs live macht, musst du dir vorstellen, ich habe einfach für so einen Boss hier, also für den Übernächsten. Ich renn jetzt hier quasi, durch. Ja, renn durch! Ich habe eh keine Seelen einzusammeln. Ja, do it! Guck mal hier, die chillen! Kommen die überhaupt hier nach? An dem rennst du auch durch. Pass auf, du rennst auf den zu mit Schild hoch. Schild hoch und klippst an dem vorbei. Und rennst da auch durch. So. Schild hoch und dann so Nee, nicht anvisieren! Oh. Anvisieren ist bei dem Game. Ja, genau. Anvisieren ist komplett FF. Das ist richtig. Also ich musste lernen. Vor allem bei. Nicht er ist runtergefallen, der Noob. Vor allem bei Bossen. Ja. Also, es gibt einige, wo es mega geil ist, aber das Ding ist halt, wenn du anvisierst in Dark Souls, okay. Hast du keinen richtigen Tumble mehr. Dein Tumble. Oh, was war das denn? Ah, das ist das Schwert. Ah, ich bin gerade im Kopf, ich bin gerade bei 900 Attack Speed. Sehr schön. Okay, so. Wir sind wieder da. Das heißt, wenn du jemanden anvisierst, geht dein Tumble nur noch in 90 Grad Winkeln. Das heißt, nach vorne, hinten und volle Wucht links und volle Wucht rechts. Ah, das ist ein guter Tipp, Maxi. Das ist übel Kacke. Also, das ist ein guter Tipp. Ja, ja. Aber Gameplay ist bisher. Also, ich habe das immer gemerkt bei Bossfights, dass ich irgendwann gesagt habe, in den meisten Fällen starte ich immer mit Anvisieren. Aber dann denke ich mir schnell, ey, ist das Bullshit. Ja, deswegen fand ich zum Beispiel, wie du die Spinne gemacht hast, war übel cool.
Weil du bist einfach neben der gelaufen, hast dich einfach so gehackt. Ach so, ja. Ja, die konnte ja gar nichts. Ja, die war lost. Aber das warum ist so lösen die eigentlich ihre Scheiße hier nicht aus? Wow, leck. Das verstehe ich auch nicht. Warum durfte der durch die Hand? Das ist wahrscheinlich schwer genug. Das Ding macht halt weniger Schaden. Das ist ja crazy. Aber dann der Bluetooth-Hit, Digga. Das ist halt geil. Rip. Hä? Einfach verkürzt. So. Die droppen auch nie was, ne? Nee, die können ja Schwert droppen. Echt? Ja, aber das Schwert droppen, das ist super schwer. Übrigens, die Dinger hatten mich noch nie vorher getroffen. Aber? Ich wusste gar nicht, dass sie mich one-shotten. Also, ne, die staggern dich halt übel hart, ne? Die one-shotten dich nicht, aber du kannst ja einfach nicht mehr bewegen. Ne, eben war ich doch Full-Life, als ich darüber gehört. Nee, du wurdest von allen drei Pfeilen getroffen. Ja, aber du warst Full-Life, ja. Das ja, das meinte ich. Okay. So. Das Witzige ist, jetzt kommen wir ja durch. Ja. Also. Ist auch das beste Schwert. Das wirst du auch brauchen. Also brauchst nee, aber das Speer, ich merk's gerade, das ist hier deutlich, wirklich deutlich besser. Das Speer. Also auch der Damage pro Schlag ist ja viel höher mit dem. Die sind ja übel blitzanfällig. Ja, ja. Hätte ich nicht gedacht, weil die ja Blitz machen. Deswegen, ich glaube das auch wieder. Aber ich glaube, die sind nicht großartig anfällig dafür, aber es ist halt einfach nur, genau, du machst glaube ich 100 Schaden und plus 100 Blitz. Das ist immer ein bisschen knapp, Digga. So. Kommen wir wieder vorbei. Ja, das ist jetzt kacke. Ja, das hatte ich aber auch zwischendurch. Dass zwischendurch die Backstabs einfach legit nicht funktionieren. Das ist gar kein Problem. Aber das ist. Oh, Alter, wie hat nicht mal mit der Hand gezogen. Ich sehe nichts. Wir machen das jetzt konzentriert. Wir machen das ganz ruhig. Schild hoch. Ich sehe nichts, aber ich glaube, er stirbt jetzt gleich. Nee, noch einer. Boah, richtiger Schlag. So. High Risk. Wo bin ich? Bist du? Ja, ich bin hier letztes Mal schon einmal runter und jetzt bin ich irgendwie an einem komischen Ort. Hey, warte mal. Hey, da unten ist der Typ wieder. Da unten ist der Typ, aber du bist in nicht Sterbereichweite. Hä, wer ist er denn? Der hat überlebt. Mhm. Der ist an die Kante da. Mhm. Aber jetzt. Und ah, das ist die nächste Kante. Ich könnte tatsächlich hier, glaube ich, runterhüpfen. Hier ging es irgendwo wieder hoch. Genau, ich bin jetzt wieder am Anfang leider. Aber, oh nee, letztes Mal bin ich hier gestorben. Das reicht, das schaffst du nicht, oder? Nee, ich spring genau da rein, das ist das Problem. Ah, okay. Ja, dann mach den da unten. Meinst du? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich so da hinkomme. Kannst du mich daran erinnern? Gar nicht. Also ich habe das hier einfach... Komm jetzt da drauf. Das sieht smooth aus. Du musst auf jeden Fall noch was trinken müssen, da kannst du rechts dann auch nochmal lang. Ah, okay. Das habe ich letztes Mal schon gedacht, dass das hier so ist. So, bei dem, den können wir ja nicht blocken, glaube ich, oder? Doch, aber es, also ich klipp auch immer mit dem Schild einfach rein. Weil das Ding ist, er schlägt einfach mit der Hand und er schlägt mit dem Schwanz. Ist es eigentlich helligkeitstechnisch gut? Oder meinst du ein bisschen heller? Ich habe bei mir Gamma volle Hütte, aber das Spiel, du wirst dann später in einem... Ist ja dann einfacher. Nee, weil das Spiel berechnet Licht anders. Guck mal, das berechnet Licht quasi abhängig von dir. Du wirst später zu einem Segment kommen. Du hast ja gesagt, der Schandstadt ist ziemlich dunkel. Ja. Du hast Dunkelheit noch nicht erlebt in dem Spiel. Okay. Okay, ich droppe jetzt hier runter. So. Das ist das Schlamm. Ja. Sehr guter Deutsch. Alter, sehr gut. Ja, jetzt schiebt er mich halt weg. 142. Oh, shit. Oha, mit Schwert abwehren ist gefährlich. Du hast die Waffe gewechselt, ne? Du wolltest nochmal Schild holen. Ich wollte Schild hochholen. Hier ist Schlamm. Aber guck mal, dahin geht's richtig weiter. Dreh mal. Das ist eklig. Ja, scheiße, Mann, nur Shooter drehen. Max, ich will dich nicht. Ich bin so gegen Leiden. 50. Damit ist übrigens der nächste Gast freigeschaltet, meine Damen und Herren. Nein. Nicht, dass wir heute noch zwei Gäste gleichzeitig freischalten. Da ist wieder Lego. So, die drei. Und mehr Lego. Mehr Lego feiere ich. Lego finde ich gut. Nee, ich glaube, du musst nochmal drehen. Ich sitze ja schon auf Lego. Ich dachte, wir machen nur noch einen richtigen Berg da. Wir haben noch gar keinen Progress in der Folge. Ja, los, du gehst jetzt hoch. Wir ignorieren es den da unten. Das ist eine Bonus, okay? Ab wie viele Likes? Bitte macht sowas nicht, by the way. Das ist mega peinlich. So. 11. 11? Ausfalle. Mausefalle. Mausefalle ist schnell und schmerzlos. Wir wollen Progress. Mausefalle finde ich tatsächlich ganz gut. Also tut schon echt gut weh. Aber ist schnell. Aber es geht einfach schnell over. Getting over it. Getting over it. So, ich habe dadurch auch tatsächlich gelernt, wie man eine Mausefalle macht, stellt. Also man lernt ja hier auch Dinge. Oh, das ist hier rechts oder links? Links.
Oh, das ist witzig, muss ich doch sagen. Deine Körperbewegung. Einfach nur von hinten backstabbed. Scheiße, aber von vorne. Ich war rutscht, ich muss nochmal repositioning. Was? Okay, die so, ich renne jetzt hier durch. Ja. So, wir rennen durch. Ciao, Jungs. Wir rennen hoch. Ja. Wir rennen an dem ersten vorbei. Ja. Wir rennen noch an den zweiten und dritten vorbei. Ja. Und dann sage ich dir, wo das Bonfire ist. Heute, also... Alles gut. Heute will ich, dass du den Endgegner hier machst und Anor Londo siehst. Ja. Das kriegen wir easy. Genau. Ja, Mensch, wie ein Profi. Und lang. Schön. Ciao. Er ist auch komplett confused. Nicht selten kriegst du dann nochmal 500. Da kommt Klatschen gehört. So. Nicht selten kriegst du auch nochmal 500. Aber du hast sie legit nicht bekommen. Er hat es überlebt, Leute. Er ist wieder in der Kante gelandet. So, schönes Ding. Alter. Vier Schwerter. So, hang. So, weiter geht's. Sportlich. Hoch. Durch. Ja. Hier rollt die Kugel nicht. Warum auch immer. Beim ersten Mal rollt die ja hier. Aber seitdem nie wieder. Aber stellt sich trotzdem immer um. Ich check jetzt nicht. Ignore, Digga. Also da wird's irgendeine Dark Souls Super Mechanik gehen. Die kannst du auch ignorieren. Meinst du? Ja. Einfach weg. Ja. Nee. Ja. Warte? Nee, den machen wir sicher. Ja. Oh. Schönes Arsch. Oh mein Gott, das macht's ja wirklich in den Ass. Ja, klar. So, also bei dem Langschwert ist ja ein Backstabben und halbwegs normaler. Aber das ist ja direkt in den Buttex, Alter. Ja, man muss das präventiv halt erahnen, wann er nochmal will. Und wenn es ein One-Hit ist, dann zugeschlagen. Ihre Lösung bitte. So. Mich irritiert, dass du ganz unten jetzt nicht wusstest, was da ist. Mit der Leiter und den ganzen Kugeln, die da. Das Ding ist halt, ich bin nur nach oben gewandert. Und normalerweise bei einigen RPGs, oder bei allen RPGs, die ich spiele, erkunde ich immer alles. Wenn ich nicht 100% sehe. Aber hier nicht? Hier leide ich so hart. Du willst einfach weiter. Dass ich einfach weiter will. Und das Ding ist halt. Aber du leidest doch gar nicht. Ich leide. Guck mich mal an. Ich leide mit, weil ich das natürlich kenne. Ich weiß ja, wie es ist. Nein. Ich kenn's da unten. Aber das kenne ich. Du leidest gar nicht, Digga. Ich kenne Teile davon, okay? Aber ich kenne es nicht so. Als Bestrafung. So. Oh, Alter, nochmal Schwung geholt. Ja, okay. Eben. So. Gleich hoch. Wir ignorieren dich. Okay. Es geht doch. Ich muss nur nah genug an ihm stehen. Das sah aber wirklich gut aus. Darf ich mal bitte durch? Nee. Heute nicht. Heute nicht. Sehr gut. So. Hoch. Oh, den ignorieren wir. Und der hier, was macht der? Der bemalt sein. Der hat was geworfen. LOL! Du hast dich einfach verschlankert. Ich würde jetzt wirklich. Ja? Ja, hier und weg. Ja, das. Ist nee, halt der ist dumm. Nee, okay. Ja, das muss jetzt hier. Wir sind jetzt. So. Jetzt Konzentration. Ach, das ist er, ja. Ja, aber der verfehlt deinen ersten immer. So, und yeah. Ah, ist die Stufe. Siehst du die Stufe? Die ist rechts. Da! Sehr gut. So, jetzt Konzentration. So, der schmeißt nämlich die Atombomben. Der schmeißt die Atombomben. Die sind actually leer. Das ist so schlimm. Du kommst an der Stelle, wer das schmeißt. Du wirst dich an ihm rächen, keine Sorge. Ja, das dachte ich mir schon. So, also. Rennen. Da rennen wir hoch. Wir rennen. Und jetzt rechts. Da ist rechts. Da! Das hättest du mir ja vorher sagen können. Ja. Das war. Hast du das Böllern gehört? Ja. Ich hätte auch gedacht, dass mehr Zeichen dahin führen, aber du hast mich so auf die Treppe. Das habe ich letztes Mal gesehen, aber man ist hier under pressure. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ja, ich mir irgendwann an. Ich habe es auch erwartet. Geschafft, cool. So. Wir haben wieder 30.000 Seelen verloren. Wo bin ich denn jetzt? Du bist jetzt quasi an der Stelle, wo die Pfeile kommen. Das heißt, wenn du hier runterspringst, sind unter dir wieder die Pfeile. Also die sind jetzt nicht direkt unter dir, aber an der Treppe. Cool. Das heißt, wir rennen jetzt sofort hoch. Ja. Der ist der größte. Wir machen. Der ist auch nervig, aber der oben ist noch nerviger. Ne? Eines Tages werde ich ihn töten. So, wir rennen. Guck mal, hier war so ein schwarzes Zeichen auf dem. Ja, nee, brauchen wir nicht. Das sind Freunde, das wollen wir nicht. Das ist doch geil. Nein, wir wollen das alleine machen. Freunde sind gleich hier. Ja? Den kannst du machen. Ich glaube, der hat einen Brocken. Hier wirft er ja nicht hin, ne? Hier wirft keiner. Du hörst ja so Pfeile und so. Ja, aber. Da oben ist ein Bogenschütze, den habe ich letztes Mal auch schon weggemacht. Zwei überall schon. Das ist sehr gut. Ja, dann brauchst du den. Den kannst du, glaube ich, nicht backstab. Also. Aber parieren bestimmt. Die Leute haben gesagt, der ist zu groß. Aber da kann man richtig schön mit dem Schild vorbei. Den kann ich parieren, Alter. Look at the Keule, Junge. Sehr schöner Dumble.
Ich heile mich mal immer sicherheitshalber, weil ich glaube, ich wäre jetzt one-hit. Blutet auch nicht. Nee, er blutet halt wirklich nicht. Seine Rüstung ist zu crazy. Ah ja. Oh, 200er. Oh, jawohl. Sehr schön. So, das sammeln wir ein und gleich hoch. Hat nichts. Schade. Was? Was? Manchmal droppt er einen Bocken. Und hier, guck mal, hier geht's ja noch. Ja, hier kannst du gucken. In den Turm kannst du gucken, das ist lustig. Okay. Also es bringt nichts, glaube ich. Oder vielleicht sind da. Also das Einzige, was man ein guter Dark Souls-Spieler dir jetzt sagen würde, ist, wo es Brocken gibt. Zum Verbessern deiner Waffe. Ja, ja, hier sterben halt Leute anscheinend. Zäher Feind, okay. Na, hier ist. Scharfschütze, okay. Vorstoß, okay. Keine Ahnung. Na, hier ist ein normaler Typ. Aber den kannst du ja einfach. Den machst du. Wie dumm der ist. Oh, der Tumble, wie dumm. Ah, das ist so einer. Lol, der hat so einen. Das ist so ein. D'Artagnan ist das. Ja, aber der kassiert ja von mir. Ja, ja. Oh, jetzt! Oh, der da! Nein. Das Ding ist, das Ushigatana. Oh, das war blutend. Das Ushigatana, oh. Das schlägt rechts und links, weißt du? Oh, der ist ja super easy. Dein ja, aber das war auch gar das Movement von mir. So, ich bin wieder dran. Rickards Degen. Du hast Rickard getötet. Rickard. Oder Rickards Dieb, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich bin ja immer super neugierig. Ey, wie kann ich das mal ausmisten alles? Ja, da gibt es so eine Kiste. Die kannst du kaufen und da kannst du alles reintun. Okay, und das dauert aber selber auch übel lang, ne? Nee, das machst du einmal, dann ist gut. Alter, das hat ein Base-Gel, ey. Aber da kämpfst du so. Willst du so kämpfen oder willst du den machen? Ja, in so einem Gang ist halt Dream, ne? Weil das Ushigatana, deswegen habe ich eben doch nicht gehittet. Guck mal, passiert nur das? Ja, das ist kacke. Aber dein deswegen Thrust nur ist das. Gut. Ja, das hat eine übel Range. Deswegen, aber ich spiele das nur das Langschwert. Mhm. Dieses absolute Standardding. Warte mal. Bist du dir sicher? Ja, genau. Ja, so spielen wir nämlich Dark Souls. So, habe ich letzte Folge auch gelernt. Ja. Göttlicher Segen? Das ist quasi eine Flask. Oh, die heilt dich. Und dann kann die noch irgendeine Scheiße von dir an Debuffs entfernen. Mhm. Und seltener Ring der Opferung? Das ist quasi, damit du deine Dinger nicht verlierst. Aber das darfst du ja wahrscheinlich gar nicht nutzen, oder? Bei unserem. Doch, klar. Aber der bricht ja dann. Also ist ja einmalig. Ja. Es gibt eine Stelle. Wer nimmt den denn? Es gibt eine Stelle im Spiel, wo es wirklich worth ist. Okay. Es gibt quasi einen geskripteten Tod. Und da habe ich heute den Tipp 1000 Mal im Chat bekommen. Und das war actually genius. Okay. Warum sterben hier Leute? Wegen Rickard? Wahrscheinlich ja. Hm. So, wir gehen jetzt hoch. Wir werden jetzt selber zu einem Noob. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir haben beim Death Counter einen Tod vergessen. Aber das sehen wir dann in der Post. Ja, also, aber wahrscheinlich das nicht. Das sieht langsam echt übel rechts. Ne? Ich darf auch nicht lachen. Deswegen gucke ich auch die ganze Zeit übel ernst. Weil wenn ich, also, ich habe actually Spaß. Aber wenn ich halt die Fresse verziehe, dann tut es übel weh. Ich darf kann ich auch nicht reden. Was soll ich hier? Da weiß ich nicht. Hier links rüber springen? Da ist ein Händler, kannst du dir aber nichts leisten. Oh, wie spät! Geisteskrank. Das ist doch sehr freundlich vom Spiel. Oh, da kann man ja runter. Ja, das ist ja, ich mache halt die Augen nicht auf. Wenn ich Draußen Atomexplosion. What? What are you? Who are you? Oh, ich habe einmal. I was certain that I can see. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out. Ich schon sein Junior. With your soul, certainly. Fein mit der gleichen Haltung. So. Also, Bomben sind lustig, aber nutzen. Oh, das ist ja krass. Das ist ja übel. Aber das hält nicht lang. Also, ja, gut. Oh, das ist nice. Große Scherbe. Kaufen. Konnte ich ja nicht. Kann man ja beim anderen nicht. Das ist ja übel nice. Aber da findest du theoretisch genug Baldur's Shield, aber nicht das Baldur's Schwert. Ich habe nicht überlegt, ob ich Dark Souls mit dem Baldur's Schwert spiele, aber die Droprate ist so terrible. Katharina? Ach, das ist die... Das ist der Zwiebelmann. Vom Fettsack. Aber die wiegt halt auch eine Tonne. Stahlhelm? Die Stahlsachen brauchst du, glaube ich, nicht. Die findest du bei einigen Gegnern. Oder zumindest habe ich dann Tonnen. Aber, oh, letztes Mal habe ich Baldur-Rüstung tatsächlich gefunden. Hatte ich mir gar nicht durchgelesen. Manchmal haben die auch Special Buffs oder so, ne? Ja, aber da gibt es richtig, richtig wenig. Also die kannst du, das finde ich ein bisschen schade. Da merkt man das natürlich dann, wie Nioh und keine Ahnung, wie alle Souls-Likes danach quasi heißen, natürlich improved haben, dass sie gesagt haben, jedes Item ist irgendwas Cooles. Ja, ja, du hast halt hier, du hast irgendwie Sets, aber selten hast du wirklich ein Set-Bonus oder ein Set-Effekt einfach nur. Ne? Also solche das kann ja auch Vor- und Nachteile geben. Ja, zum Beispiel den Grasarmschild, so dass er einer der wenigen Sachen, die wirklich worth sind. Ja, und deswegen stehen da ja auch alle drauf. Ich meine, gut, so gesehen hast du schon Vor- und Nachteile, wenn du halt eine Rüstung anziehst, die ultra schwer ist, aber ultra gut. Ja, aber ich meine jetzt wirklich so ein bisschen interessantere Effekte auf. Wo geht's denn hier lang? So, das weiß ich actually auch nicht. Ich bin ja immer... Meine Vermutung ist, wenn du jetzt hier weiter runter gehst,
dass du vielleicht bei dem Titanic-Boy da rauskommst. Ja, also bislang komme ich auch wieder hoch. Alles cool. Und das Lagerfeuer ist ja auch smooth. Ah. Ah. Das sieht falsch aus. Ja, das sieht verdächtig aus vor allem. Ah, ich weiß, wo wir sind. Da oben kann eine Kugel rauskommen. Moin. Ja, reg dich nicht auf. Ist das das, was du am Anfang gedreht hast? Aber das landet doch nicht da, oder? Käfigschlüssel. Oh! Ah, okay. Da gibt's ja diesen Zauberer im Käfig. Hast du ihn befreit? Du bist so ein Egomane. Ja, ich renne ja. Aber ich habe einen Generalschlüssel. Deswegen brauchte ich den nicht. Ich glaube, dafür ist der Schlüssel. Ich bin auch mit dem Generalschlüssel gestartet. So, weißt du, was ich jetzt mache? Was ist los? Damit ich den Sprung nicht machen muss. Ich hab's nicht anders erwartet. Es wird einpaufen. Weg. Also das, ich sehe jetzt schon den Kommentar. Ich sehe ihn vor meinem Auge. Wie die Leute einfach schreiben, geh da hin, wenn du lachen willst. Oh mein Gott. Das ist aber auch terrible Game Design. Das ist auch später beim Teleportieren genauso. Du musst dich hinsetzen, sonst ist es nicht dein Bonfire. Vor allem, man geht ja hin, drückt A. Man geht ja hin, drückt A. Es kommt so... Aber es ist noch nicht... Wenn er sich nicht hinsetzt, warst du nie da. Ey, Donny hat mir auch letztens eine WhatsApp geschrieben, wo der sich mega drüber lustig macht. Aber es ist halt einfach... Ich renne jetzt durch. Du rennst so hart durch. Also wir haben ja gewissen Progress gemacht. Ey, vor allem da denkt man, man ist smart. Aber das Game. Das Game nutzt dich. Aber das Ding ist, und das ist ja das Schöne an Dark Souls, wirst du es jemals wieder vergessen? Das Ding ist, ich wusste es ja eigentlich schon, mich hinzusetzen. Ich habe es jetzt nur in dem Moment nicht mehr dran gedacht. Ich auch nicht. Und ich denke, das wird einfach passieren, weil es einfach eine unübliche Mechanik ist. Also, wer... Es ist dumm. Allein bei den Animationen und bla. So, ich versuche jetzt mal komplett durchzurennen. Ja, mach das bitte. Wir müssen da durch. Ich will hier, weil wir jetzt immer denn? Wir sind schon bei fast einer Stunde. Du wirst heute definitiv noch die schönste Stadt der Welt sehen. Beim nächsten Mal wirst du sie spüren, aber sehen auf jeden Fall. Wunsches. Das ist ja smart, warum habe ich das nie gemacht? Ja, das, wenn er da stehen bleibt, geht das. Manchmal macht er irgendwas Blödes, dann treffen die Dinger eigentlich schon nicht. Hör Steps hinter mir. So, egal. Run. Alter, das ist so bitter. Aber es tut mir auch mega leid, dass ich nicht dran gedacht habe. Ja, das ist eigentlich schlimmer. Ja. Muss ich auch sagen. Der geht auf mich. Ja, hier habe ich auch so gewartet. So gewartet, dann sehe ich die Kugel und dann renne ich hier an. Wenn er hinterher rennt, stirbt er ja. Dann wird er geplättet. Aber ich glaube, er kann hier vielleicht sogar gar nicht lang rennen. Doch, der macht da. Ciao. Ich höre. Doch. Der hat wohl erlebt. Warte, jetzt lass ich ihn ja hochkommen. Na egal. Ja, dann irgendwann die Jagd. Moin. Oh mein Gott, what? Also, ich muss aber auch sagen, mit dem Speer ist man hier wirklich deutlich besser. Ich habe das auf +7. Und es ist ein gutes Schwert. Ja. Und das Speer habe ich nicht aufgewertet. Und es ist einfach besser. Ich weiß aber nicht, ob der Speer, wenn der aufgewertet wird, aber auch der Blitzschaden mit hochgeht. Aber ich weiß nicht, ob der Blitzschaden mit etwas extra von dir skaliert. Mit Willen oder Glauben oder irgendeine Scheiße. Die Waffen haben ja teilweise Triple Scaling. Das hat einfach nur giga anstrengend ist. So. Gibst du vor uns durchdrücken? Warte mal. Der hat ja Platz gemacht. Er ist natürlich freundlich. So, run. Nein. Oh. Nein. Ach, Mann. Ey. Jetzt nervt aber. Da war meine Seele. Da war die Seele. Du bist ja gestorben. Das wusste ich ja gar nicht, dass sie da war. Ich hatte jetzt halt den Druck, dass ich durchrennen muss, weil ich hinter mir Gegner habe. Das ist einfach falsch. Ja. Das ist falsch, Maxim. Ja, nee, ist es. Wenn man, ja. Fünf. Wachsstreifen. Das habe ich bei dir mal gemacht. Ja, das ist lange her. Das ist ja wirklich lange her. Aber das kenne ich noch. Das ist wirklich schön. So, na gut. Wie geht denn das? Erstmal trennen, erwärmen. Ich renne schon mal, ja? Ja, ja. Nee, wobei, wärme. Also ich würde sagen Arm, oder? Arm? Oh, das ist aber richtig. Ja, wobei, da sieht man es halt jetzt in der T-Shirt-Saison am meisten, ne? Dann lieber Bein. Aber eigentlich am ehesten Oberschenkel,
weil kurze Hose. Ach, scheiß der Hund drauf. Ja, zwei gleichzeitig, genau. So, okay. Wie geht denn das? Wie mach ich das? So, voneinander ziehen. Oh, die Lego-Steine auch, ne? Immer noch. Der denkt schon keiner mehr dran. Sieht man das? So. Okay, warte mal. Ich hab jetzt. Ja, du musst eine Seite abziehen. Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, dafür brauchen wir nicht studieren. Warte mal. Das sind zwei. Ach so. Na gut. Also muss man doch studieren. Kannst du hier rumgreifen oder wie machen wir das? Ich glaube, du machst das selber. Du machst das dran. Nee. Okay. Dann Sexualität. Ja, du klebst richtig drauf, sondern ziehst du da ab. Aber bitte nicht an dem Haar greifen, aber das machst du schon. So. Wie lange muss das da eintüdeln? Muss das einreichen? Ich denke ein paar Sekunden. Okay. Bist du bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig. Das ist wirklich low quality, Leute. Und für dich ist Maximum Pain. Warte, wir können close machen. Warte. So. Look at that. Leute, seid ihr zufrieden mit dem Suffering? Also sei wirklich gegeben. Aber schön blank. Also, ja, ein, zwei Mal. Ja, da waren noch Haare auf jeden Fall. Aber die Grundvoraussetzungen sind natürlich bei schon dir nicht schlecht. Aber ist schon auch widerlich, ne, für dich ja, jetzt. Ich mach das jetzt auch zu. Ich werde jetzt auch übrigens die 5 rausschneiden. Aus dem Rad. So. Okay, Maxim. Geil. Okay, du machst, pass auf, wir machen es jetzt so. Alter, ich hab einen Todesstein in Sicht. Ich mach, ja. Du machst jetzt deine Sache. Okay. Okay, und ich bin dann wieder beratend tätig beim Bonfire. Okay. Also, was ich jetzt für mich gelernt habe, ich kann auf jeden Fall hier überall durchrennen, das ist entspannt. Ja. Auch an dem noch vorbei, das sehe ich. Schibidi-wii. Dahin, ne, Arschloch. So, aber jetzt, genau, bei dem einen auch noch durchrennen, ja. Weil der wird einfach abgeknallt. Er hat mich jetzt sowas von erschrocken. Holy shit. Oh. Das meine ich. Ja, ich kann da nicht treppen. Ne? Alter, wie viel Blut da rauskommt. So, jetzt trinken wir erstmal was. Schießt da seine scheiß Plarre. So. Er ist so ein Schmock, ey. Stirb. Die hard, Alter. Ich darf nicht lachen, ich lach nicht. Ich lach nicht. Das ist ja auch eine schlimme Challenge. Nö. Da müssen wir quasi auch das Rad hinzufügen. Ja, immer wenn man lacht. Wenn man lacht. Rad drehen. Das ist ja echt super schön. Immer wenn man lacht, Alter. Er kriegt einen ab? Nee. Nein, Entschuldigung. Okay. Ins Arschloch. Zack. Okay. Er haut das Ding jetzt wirklich die gesamte Röhre hoch. Das ist übrigens sehr schade. Das haben sie bei Dark Souls 3 auch gerne. Kann ich ja auch empfehlen, das zu spielen. Gerne. Wenn die da freue ich mich echt drauf. Ja, das ist auch nochmal besser. Und wenn die da aufstehen, dann kannst du viel, da kannst du nochmal richtig 3-4 Hits machen. Ah, okay. Ja, das ist hier ja, man muss immer richtig viel warten. Hier Animation durchhin. Ist es echt so, dass du Dark Souls 3 viel, viel besser findest? Naja, es ist halt das Spiel, es kam halt 5 Jahre das Spiel da raus und die haben halt einfach richtig viele Sachen im Fuß. Krass. Zum Beispiel, wenn du jetzt rollst, das ist bei Dark Souls 3 die mittlere. Okay, das ist ja aber auch ein bisschen geisteskrank. Wenn du bei Dark Souls 3 nackt bist, hättest du jetzt mit einem Sprung dahinter gekonnt. Also das sind dann wirklich die absoluten Todesrisiken. Aber das spielt sich dann auch besser an. Also ich würde immer empfehlen, du machst es ja genau richtig. Du spielst zuerst 1 und dann 3. So, nee, warte mal. Das wollte ich auch noch fragen. Wie ist es mit 2? Also ich habe 1 Stunde 2 gespielt. Und die ersten 5 Minuten von 3 waren besser als diese Stunde. Und die Steuerung ist da viel schlechter. Also die, zum Beispiel, du kannst ja so frei bewegen, ne? Mit dem Gamepad. Ja. Und da ist zum Beispiel so, dass Dark Souls 2 nur 8 Richtungen hat. Und das merkst du. Du merkst dann quasi, dass du so gehst. So, im... Ach so. Ja. Also alleine schon sowas. Da gibt es natürlich dann noch ein paar Spiele. Also irgendwie Dual-Wielding soll irgendwie ganz cool sein. Aber ich kann dir mal dazu ein Video geben, was dir wahrscheinlich Dark Souls 2 hart versauen wird. Aber es ist halt von einem Menschen, der den ich wirklich cool finde, der richtig abartig gute Kritikvideos macht, normalerweise zu filmen.
Und dann hat er Dark Souls 2 kritisiert. Und das war... Das hat mir so gut... Er hat das Video war so qualitativ hochwertig. Du wirst das Spiel danach hassen. Okay, krass. Das Alter, ich dachte gerade bei. Ich dachte, wir sterben jetzt einfach nochmal. Es war einfach ein Fake Bonfire. Okay. Einfach nur Explosion. So, Max, ich glaube an dich, okay? Du bist der beste Spieler. Ich wirklich. Du gehst hoch. Du ignorierst ein paar Leute. Kannst du nicht, ne? Ja, du guckst halt auf die Uhr auch, ne? Nee, ja, na klar, aber ich also ja, ein bisschen guck ich. Alter, du hast ja richtig viel Blut einfach. Holy ass, du hast richtig viel Scherben, Alter. Voll geil. Holy ass. Du kannst ja theoretisch sogar bei dem noch eine Scherbe kaufen. Hast du es jetzt auf 10 gekriegt? Ich hab's auf 9. Ist auf 10 dann nochmal krasser Boost? Es geht prozedural. Das Ding ist, ich will ja auch eigentlich dieses Murakamuna, Digga. Ja, aber diese kleinen Scherben. Und da kann ich die, aber die kosten ja nichts hier, ne? Die kosten nichts, oder? Also die kosten nicht nichts, aber die. Ja. Du kriegst davon noch genug. Ja, okay. Also ja, dann könnte ich jetzt für die. Aber ich spare ja eigentlich, damit ich Stärke skillen kann. Ja, würde ich. Wie gesagt, ich würde dir. Also wie gesagt, ich persönlich habe meinen Spielstil komplett geändert. Ich bin jetzt nur noch auf Damage gegangen und es macht. Also ich habe jetzt. Nee, ich meine auch für die Waffe, um die anzutragen. Ach so, aber ja, dann nur Damage, machen, ja. Aber ich merke auch einfach, dass ich mit Damage richtig gut fahre, weil ich skill tatsächlich auch viel auf Schaden, ja. Das macht doch dann einfach mehr Spaß, so. Wenn du das dodgen und du machst ja jetzt schon die Parry. Den da will ich aber auch. Kann ich hier nicht rüberspringen und den da unten rum? Der ist ein riesiger Blutfleck, aber ich glaube, ich weiß echt nicht, wo so, ganz, aber hier nach links genau, ist ein Baldur Knight und dahinter ist gar nichts. Da steht aber Geheimnis, aber verarschen die einen. Ja. Ich verstehe das auch nicht, was der dir macht. Aber ich finde, das gehört auch zum Spiel dazu und ich finde es auch gut, dass man hier verarscht wird. Na, ich muss sagen, ich finde es aus Game Designer Sicht super weird, wenn man jemanden wirklich in eine Ecke lockt und da ist nichts. Also zum Beispiel, man merkt das hier richtig krass, dass zum Beispiel die Änderung von 2 zu 3, die ist halt dramatisch. Die hätten das halt nie gemacht. War das ein anderes Entwicklerstudio oder was? Das ist auch From Software. Die lernen mal. Ja. Ey, aber das 2, also 2 würdest du mir nicht empfehlen, sondern nach 1 hier direkt 3. Ja, weil 1 und 3 sind auch storymäßig aneinander angeknüpft. Du hast ganz viele Anlehnungen so. Von 3 an 1. Also richtig viele Throwbacks okay. Hast du. So, jetzt geht's ja hier noch geradeaus. Ja. Ich kann jetzt aber entweder Fettsack A killen oder Fettsack B. Also beide killen. Ja, aber soll ich erstmal da. Das also, ich würde jetzt erstmal hier lang gehen tatsächlich. Und gucken, was da ist. Oder also, ich würde schon allein da lang gehen, weil wenn da große Gegner sind, oder? Hier ist halt nichts. Oh, das ist lame. Wer designt sowas? Naja, aber oft ist ja da noch ein bisschen sneaky. Nee, okay, hier ist halt wirklich nichts. Das ist weird. Wie gesagt, Brocken sind ja für dich wichtig. Deswegen, also, du kannst Scherben, kriegst du super viele im Spiel. Brocken sind der Endgegner. So, Brocken, also hab ich heute im Stream, die waren wirklich abgezählt. Gefühlt. Du kannst sie natürlich dann später farmen, aber farmen in dem Spiel macht doch null Spaß. Also die Drop Rates sind einfach terrible. Ich habe kein Gifting mehr, ich habe nur noch Blitz. Für den Boss jetzt, oder? Mhm. Nee, oben der Dickste, so, der die Bomben schraubt. Was doch, den machst du auch so. Alter, das sieht so krass aus. Das Katana ist wirklich schön. So, wahrscheinlich brauche ich da kein Schild, weil der ist eh viel zu groß. Abfahrt. Moin, Junge. Boah, der war richtig trieb. Zwei Hühner. Abvisieren. Ja, das hätte ich auch gemacht. Oh, der kann bluten? Der sieht so golemig, metallisch aus. Nice, sehr gut, Max. Aber wenn du ich sehe die Lebensleiste nicht, aber man macht halt weiter. Du machst so lange, bis er schreit so. Grauer geil. Brocken. Das geil, braucht. Geil, geil. Mit beiden Händen halten. Okay, wow. Das ist eine Tippkombination. Okay, so, jetzt stirbt der. Ja, genau. Du gehst jetzt hin und tötest den. Ja. Und dann haben wir das Tutorial abgeschlossen. Eigentlich ja nicht, weil, wie gesagt, der Drache an der Brücke, der Schmetterling, da weiß ich gar nicht warum. Der ist halt optional. Okay. Aber der hat eine Glut. Okay. Und die Glut, das Gluten ist wichtig. So, dann mache ich das jetzt nochmal. Ja, mehr Bonus-Damage ist halt nicht verwerflich. Nee, du bist ja falsch. Ich bin falsch. Stimmt, du hast doch in irgendeiner Folge so ein Schleimding auf dem Kopf gehabt, ne? Ja, da brauchst du so Eierding. Ja. Nach der, weil ich den Pyromantenlehrer aus Versehen umgebracht habe. Hm. Der hat mich gebissen. Ja.
Und dann wurde ich infiziert. So, an den kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ja. Also nicht komplett, aber ich weiß, dass es den gibt. Und ich weiß, dass ich bei dem so 2-3 Anläufe brauchte. Ja, der wirft das Ding, glaube ich, genau. So, aber bei dem ist er wieder, also in die Mitte locken ist immer gut und dann machst du wie bei dem anderen zwischen den Beinen. Und wenn du den Hälfte der HP droppst oder so, dann staggert der irgendwann des Todes. Also er legt sich dann legit in die Ecke und killt dann. Du musst nur vor seinen Grab aufpassen. Aber es überlebt. Du hast halt super viel HP, das ist kein Problem. Aber es wird auch was. Oh, jetzt kommt er wieder. Ah, der ist sehr short, mein Gott. Der greift sogar richtig krass zwischen deine Beine, der. Der kann sogar runterfallen, glaube ich. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. So. Komm mal wieder in die Mitte, Bro. Ja, ja, schön in die Mitte, dann zwischen die Beine. Dann auf die, Hacke. Oh mein Gott, ist denn jetzt schon gestaggert? Aber das ist nur der leichte Stagger. Ist das der leichte? Alter, wie lange? Jetzt kommt der. Warte, mach volle Aufladung und jetzt verklopfst du den. Oh, das war der zweimal Stagger, wusste ich gar nicht. Bei mir hat es nur einmal hingemacht. Gibt's eine Schwachstelle? Das ist einfach nur Wayne. Hat er jetzt andere Movesets wahrscheinlich? Nein. Echt nicht? Damals, ja, die haben ja noch keine zweiten Phasen. So. Okay, first try. Boah, oh, fast runtergefallen. Ja, ja, das ist der Haupttodesursache. Aber der gibt ja echt viel Zeit zum Trinken und Chillen. Das ist echt geil. Okay, ich will ein bisschen mehr in die Mitte haben. Ja, und jetzt. Haggedy Hack. Ja, schön, wichtig. Weil da kann er dich manchmal runterschmeißen. Wenn er keinen Bock hat, dann wirft er dich in die Klippe runter. Mhm. Danke, Maxi. Kann der nochmal hier triggern? Nochmal hinfallen? Nee, wer wird nicht nochmal hinfallen? Den beendest du jetzt so. Okay, aber mit dem Blitzding habe ich wirklich deutlich mehr Damage gemacht. Ja, so On-Hit-Bonus ist halt immer. Der wird sogar actually nochmal triggern. Doch. What? Damn. Ja, dein Katana ist halt wirklich. Also die beiden Verbesserungen jetzt. First try mal wieder. Also. Sehr gut. Eisengolem Kernstück. Da kann man auch irgendwas machen. Menschlichkeit. Aber jetzt geht's los. Wir haben noch Zeit, Max. Achso, scheiße, ich wollte mich nur umgucken. Ja, kannst du auch machen. Da kannst du jederzeit zurück. Wir haben noch Zeit. Alter, das ist voll gut. Jetzt können wir jetzt mal eine schöne Cutscene. Und dann denkt, das Game ist von 2011. Genau. Was wollen die Peter? Die Körperklausel? Die fummeln mich an. Hey, ich konnte es nicht aufheben. Ach, Maxim, weißt du, was ich auch noch machen muss? Was ist los? Da war so ein Wurm im Wasserbecken. Hm. Und da kann ich irgendwie reisen mit dem, oder? In die Tiefe? Also, es gibt. Hast du die Hydra schon gemacht? Die weiß ich. Nee, stimmt, die muss ich auch noch machen. Ja, aber kannst du. Ich sag dir Folgendes. Ich kann wieder hin. Oh, du machst das da. Hm. Und dann bekommst du. Wenn du den Endboss hier machst, du bist jetzt Level 52, 53, das reicht dicke aus, das war ich quasi auch. Und du kannst dann teleportieren. Oh, God bless. Ja, ja, okay. Und deswegen ist das jetzt. Dann kann man nochmal alles aufräumen. Ja, so. Und danach kannst du wirklich zu, nicht zu jedem Bonfire, aber zu jeder Region das. Okay, also tatsächlich, wenn ich eine Wäscheklammer im Gesicht habe, vergeht die Zeit doppelt so lang. Ja, ist geil, ne? Das sollte ich immer machen. Weil dann wird ja der Wüste. Ich hoffe, du hast danach keine Aufnahme oder so, weil dann ist halt hier der Abdruck. Ich habe heute noch zwei Dark Souls Aufnahmen. Oh, geil. Das ist halt wirklich geil. So, das ist Troll. Na, hier kann man. Also die Stadt ist sehr. Also sie haben hier sehr viel Ressourcen reingesteckt, weil es sieht wirklich gut aus. Ja, sieht echt gut aus. Sieht ein bisschen aus wie Minas Tirith so mäßig. Finde ich auch. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, aber hier ist basically nichts. Ah, das war übelster Spießrutenlauf, glaube ich, da rüber zu kommen. Da ganz hinter zu kommen, ja. Oh! So. Ja, also, ja, ich glaube, ich kann mich erinnern. Der ist 1,5 wert. Denk daran, du hast zwei Optionen. Du kannst durchrennen. Ich hab 54. Ja, genau. Deswegen, du kannst durchrennen. Easy. Nee, nicht Heimatknochen, bitte nicht. Nein, der Ring. Okay, wirklich Panik. Ja. So, du kannst den fighten, wenn du willst, aber es ist besser, wir rennen durch und setzen uns hin. Das ist, ich weiß sogar, glaube ich, wo es ist. Ist hier links durch einen kurzen Raum, dann rechts, dann ist man auf so einer Terrasse und dann ist links ein kleiner Raum mit dem Feuer, oder? Exakt. Weil an dieses Plateau kann ich mich noch richtig gut erinnern. Alles ab hier nicht mehr. Sehr froh. Also ich weiß noch, da drin konnte man irgendwie hochklettern, glaube ich. Pass auf, ich zeig dir die Stelle, die schlimmste Stelle. Wenn wir die heute schaffen,
gebe ich dir 100 Euro. Pass auf, geh mal hoch. Und zwar hier durch, da wirst du durch und da musst du dann hier hoch. Mhm. Und wenn du das schaffst, wenn du da vorbeikommst, also jetzt das nächste, nicht das kommende Bonfire, sondern das nächste schaffst, dann hast du quasi Anno Londo geschafft. Die beschissenste Stelle ist hier der Endboss natürlich, ne? Aber es ist eine Stelle, ist Game Design mäßig so asozial. Ich glaube, da gibt es eine richtig gute RBTV-Folge, wo die nur 2 Stunden an der Stelle sind. Na? Ja gut, aber ich bin ja nicht RBTV. Du bist nicht RBTV, sei froh, Alter. So. Na, aber es ist halt wirklich, also das ist, es tut so weh. Das ist kein Gegner, sondern das ist eine, das ist ein Plattformer, basically. So, wir machen es an und wir sitzen. Oh, der hat echt Schweinrüstung gemacht, ne? So, wir steigen jetzt auch brutal auf. Ja. Oh, wer ist denn da? Ja, die ist später mad, wenn du böse Sachen machst. Noch 5 Level. So, hier muss man das, aber kannst mit dir reden, ja. Well. You are a rare visitor. Welcome to the Lost City of Anor Londo. Ja, Lost City. Es ist einfach Lost City. Es ist wirklich Lost City. Exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Okay. Oh! Oh. Oh, shit. Oh, oh. ich könnte ja auch nochmal meine Seelen aktivieren und auch nochmal leveln. Nur ein Level kriegst du noch reingeballert. Ach, guck mal, vielleicht sogar 2. Ah, okay. Das Ding ist, ich heb die erstmal alle auf, um zu gucken, was ich daraus schmieden kann. Und mach das, da kann ich dich auch 0 beraten. Also ich bin dann so einer, ich habe jetzt meinen zweiten Run und ich nehme einfach nur das Langschwert plus 15. Das heißt, alles, was nicht nach Langschwert plus 15 aussehen, verkaufe ich. Oder versehle ich. Echt krass. Ich bin da richtig asozial. Ich muss sagen, das begeistert mich immer bei Roleplay-Games am meisten, so mich einzudecken mit geilem Equipment. Na, das Ding ist halt, du siehst das Equipment, aber du weißt nicht, wohin es geht. Das zum Beispiel, bei Dark Souls 1 ist es so, dass ganz, ganz wenige Waffen, wenn die plus irgendwas sind, ihr Scaling verbessern. Und wenn das Spiel mir das sagen würde, das wäre geil. Respawn die Jungs? Ja. Wie viel bringen die? 1,5. 1500 Seelen. Ja. Dahin ist aber auch noch zwei Kisten. Also die würde ich nehmen und danach gehen wir runter und dann kriegst du ein schönes Flashback. Da kommt nämlich so ein richtig schöner Dark Souls Moment. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt überhaupt triggert. Ja, dem interessiert das nämlich nicht wirklich. Versuch mal nicht auf den. Ich glaube. Ah, oh doch. Nee. Das juckt ihn nicht. Du musst. Also ich gehe immer nach links. Oder rechts, ja, scheißegal. Und dann ziehst du einen von denen raus. Kann ich die nicht rauslocken? Oh, das ist ja auch noch. Ja, aber die sind extrem kurzsichtig. Also die Helme von denen sind so ass tight. Okay. Okay, neue Rechte. Nee, ist ja in Ordnung für mich. Ja. Der kann auch wieder zwischen seinen Beinen chillen. Ich glaube sogar beidhändig wirst du den 3-Shot. Wo sind wir jetzt? Wir sind plus 9, ne? Das nervt mich. Aber da kannst du schon hart nah rangehen. So. Der andere chillt meistens. Ja. Stackers, den hat schon so früh. Der kann auch bluten? Klar, Digga. Oh, das war close. Nein, das war. Ja, der Sprung hat auf jeden Fall nochmal die Closeness gezeigt. So. Jetzt der hier. Ja, der andere, der triggert wirklich nur, wenn er rangeht. Den brauchst du auch gar nicht zu machen. Das lohnt sich nicht. Hier habe ich zum Beispiel bei meinem ersten Playthrough habe ich hier ein bisschen gefahren. Bei 1,5, das geht halt. Später machst du halt wirklich 3 Schläge oder so. Weil die sehen halt übel groß aus, aber das ist ja was. Ja, ja, also viel können tun die nicht. Ich glaube, wenn die treffen, tut es natürlich dann weh, wenn die mit der Waffe treffen. Sehr gut. Wann schottet das eigentlich ein? Frisst der einen direkt auf? Ja. Echt, ja? Du kannst ja mal testen. Trink mal was? Nein. Also ich glaube bei dir wird. Oh mein Gott, das ist ja wirklich einer! Ja, das ist ja auch einer. Kann der mich grabben? Ja. Der Fußball, Digga. Ja, der kann Fußball. Oliver Kahn. Pass auf, der kann sogar noch einen Spin-Kick. Oh, das war der Grab. Nee, der Grab ist nicht beidhändig. Wenn der beidhändig so macht, so hier, das auch nicht. Das ist auch nur der Schlag. Das ist auch noch nicht. Der wimmert richtig. Ja, der wimmert richtig. Der ist übelst eklig. Ich hasse ihn. Der kann sogar, wenn der weiter weg von dir ist, macht er so einen Drehmove. Also der springt dann und tritt AOE. Er sieht das heftige Scheiße. Das ist wirklich eklig. So, wir gehen nach rechts. Der ist egal. Du wirst jetzt ein Flashback noch erleben. Das schaffen wir noch. 15 Minuten, Leute. Ich freue mich so. Die beiden Jungs sind auch egal, ja? Oder gibt es auch noch Loot? Nee,
Also die können irgendwas droppen. Die können, glaube ich, ihre Teile. Machen wir nächste Folge. Also die Waffe hast du ja schon von denen. Mhm. Und du kannst, glaube ich, deren Rüstungsteile bekommen. Die kriegst du aber auch vom Spiel. Oh, lol. Das sieht auf jeden Fall crazy aus. Der ist da gelaufen. Ja, hier ist eine Wendeltreppe irgendwann. Nee, du kannst da drauf gehen einfach. Ach so. Aber da drunter, das ist ein Fahrstuhl, der quasi so eine Schnecken... Spirale. Schnecken. Ich trinke mal was. So. Ah, ich leg einen anderen Ring wieder an. Oh. Du kriegst, glaube ich, nach dem Bossfight hier, kriegst du einen richtig guten Ring. Besser als der dunkle Holzfaser-Maserring und der andere? Das ist quasi ein Ring, der erhöht alles bei dir, aber wenn du den abnimmst, zerbricht er. Das ist quasi der eine Ring. Ja, wirklich. Den behältst du dann. Der ist wirklich gut. So, hier haben wir Gamecard. Das sieht übel verdächtig aus. Ja, das sieht alles so aus. Also wer das architektiert hat, Alter. Das ist einfach architektiert. Guck mal, wer ist denn da? Weißt du, oben habe ich doch drauf gezeigt, das wird der übelste Spießrun, Alter. Aber nur einer, oder? Das ist nur einer, ja. Aber nur einer, ja. Also da ist die Panik. Und ich glaube, du machst mittlerweile auch so viel Damage, dass du den Schwanz runterschießt. Das ist halt der geil. Leidet ja brutal. Ich meine, das ist aber von Darkseid so geil gemacht, dass du irgendwann so stark bist, dass ein Endboss zu einer übelsten Krücke wird. Und einfach nebenbei machst. Also der ist halt wirklich nicht gut. Der ist nicht gut. Ich weiß, aber das empowernde Gefühl, ne? Ist es halt wirklich der gleiche oder ist es eine abgeschwächte Form? Statt Feuer macht er Blitzer. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und sind nicht zwei. Das war ja auch nicht schwer. Das ist so. Okay. So. Hier muss ich wahrscheinlich springen. Nein. Nee. Bitte nicht. So, wir können noch eine schwere Stelle machen. Und zwar musst du jetzt da nach rechts, du musst quasi diese Zinnstege hoch. Und da kriegst du ein bisschen Plack und Herpes. Und wenn du das geschafft hast, dann wirst du mit einem Bonfire belohnt. Aber mit keinem guten. Das verarsche, das sehe ich schon wieder. Nee, warte mal, das könnte actually... Das ist actually der richtige Weg. Aber es kann sein, dass hier noch irgendwo was ist. Also ich muss mir mal die Brocken merken. Plack, hm? Das Ding ist, ich war ja hier schon mal. Und wenn... nach meiner Auffassung nach hier eine ultra, ultra schwere Stelle gewesen sein wäre, könnte ich mich, glaube ich, daran erinnern. Du kannst dich also nicht erinnern. Nein. Dann hat dein Gehirn dich geschützt. Also das hier... Ja, oder ist es für mich easy. Der Endboss von hier ist, finde ich, der... Also ich habe jetzt nochmal retroperspektivisch, weil ich schon alles hinter mir habe. Oder jetzt zum zweiten Mal alles hinter mir habe. Das ist der schwerste Boss im Spiel, der hier kommt. Ach so, es kommt wirklich ein Boss, okay. Also jetzt noch nicht, aber in der Gegend. Nee, ich meine, du meinst ja hier so eine Gameplay-Plug-Szene. Ja, du kriegst jetzt Plug, ja. Also die größte Schwäche von Dark Souls... Ach, hier sind Bogenschützen, glaube ich. Nee, die kommen auch noch. Ah. Jetzt kommen noch nicht die Bogenschützen, jetzt kommt quasi die größte Schwäche von Dark Souls, das ist Plattforming. Und danach, ich würde, mein Traum wäre, Max, und das schaffen wir in 13 Minuten. Ich darf nicht grinsen. Du wirst auch nicht grinsen. Ich möchte dir die Stelle zeigen, wo du dran vorbei musst. Und es kann sein, dass du gut vorbei lackst. Das kommt ein bisschen auf den NPC an. Und da würde ich mich übel für dich freuen, oder du versaust. Also unter das Rad musst du nochmal neu ölen. So, weil das wird richtig toxisch. Siehst du, das meinte ich. Dass man sich hier... Moin! Ja, schnitzt den auf. Ja, halt nichts aus. Das ist richtig gut. Dass man sich hier hochklettern... So ein bisschen Assassin's Creed, Digga. Der wirft doch was. Ich wusste es. So, aber die kannst du noch gut kommen. Alter, machst du das eine Vorwärtsrolle, das ist crazy. Bei dem musst du aufpassen. Ja, der hat bestimmt eine richtige Kombo. Der hat, wenn er einmal die Kombo macht, ist dein Schild, wird er übel schnell gedrained. Also also bei mir war es zumindest so, dass die mein Schild einfach komplett zerbessert haben. Das Schild geht dann kaputt, ja. Nee, ist ja kaputt nicht, aber die Kondition ist einfach gone. Auf dem Dings ist was, auf dem Leuchter, Digga. Ich glaube, den kannst du runterschlagen. So. Also sowas hasse ich ja, weil ich finde, das ist kein Run-and-Jump, Digga, das ist halt Dark Souls. Ja, richtig. Deswegen ist das mit dem bestimmten... Du siehst, also hier bei mir, wo ich das gespielt habe, das ist ja so ein bisschen RNG. Ich könnte ihn mit dem Bogen abschießen. Ich glaube, der fängt dann an zu werfen, aber mach's trotzdem. Die halten nicht viel aus. Also ich glaube, selbst mit deinen nicht vorhandenen Bogenfähigkeiten... Ich weiß gar nicht, ob es da Headshots gibt. Weißt du, das finde ich da überhaupt nicht schlimm, weil das Game ist einfach nur scheiße, was das angeht. Ich meine, was machen wir jetzt? Ja. Ganz vorsichtig, du darfst auf jeden Fall Autologgen, ist ja auch schon richtig gefährlich. Ja, ich merk's. Das ist richtig... Alter, schau, tschüss. Weil das meine Zukunft sonst. Ja. Hier muss man halt geduldig sein, mein Finger zittert.
Glaube ich. Okay. Ich muss mal. Kann ich hier diese Bögen gehen? Wahrscheinlich ja, nicht. Doch, doch. Echt? Die Hitboxen sind die Kurven. Okay. Mhm. So, da kann nicht. Ich wahrscheinlich rüberspringen. Nee. Mhm. Da siehst du ja auch, da ist so ein Gitter. Siehst du das? Mhm. Ich konzentriere mich gerade nur. Ja, jetzt kommt immer mehr Blut. Siehst du das? Hm. Guck, den kann ich doch locker runterhauen. Ja, probier mal. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube, der knallt halt runter und dann kannst du. Ja. Boom. Und dann kommt dann irgendein. Nicht mal ein Geräusch. Brauchen wir nicht. So. Jetzt kam eins. Oh, über Delayed. Hm. Jetzt erwürge ich immer mehr Blut. Naja, die sterben hier alle. Die können ja entweder nicht rein. Oder die. Naja, die. Ja. Ich meine, das ist schon nervig. Okay, aber der kommt ja trotzdem. Gehe ich von aus. Ich weiß nicht, wann der kommt. Die Unendlich-Messer sind es genau 5. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann. Es sind genau 5. Ja, das ist doch geil. Ciao. Oh mein Gott. Ciao. Wichtig. So. Herr Noblat. Du machst das so gut, ey. Ich bin über jeden Menschen glücklich, der hier easy durchkommt. Weil das ist halt, hier lernst du kein Gameplay, finde ich. Ist das jetzt wirklich die ultra schlimme Stelle für dich? Nein. Das okay, ich dachte schon. Du musst noch einmal quasi runter, aber das hast du jetzt mehr oder weniger. Du musst, glaube ich, ein Gargoyle kommt noch. Aber die Gargoyles sind ja hier easy. Sondern die richtig schlimme Stelle, die sehen wir auch. Wenn du dich beeilst, sehen wir die. Oh, der ist so dumm. Voll ja, geil. Immer, ja, das ja. ist deren so. Blut. So, da ist die leider. Aua. So, jetzt darf ich halt aufs Ende hier nicht verkacken. Alter, die Bugs. Die sind einfach huge. Aber die wirst du nachher. Junge, lenk mich nicht ab. Entschuldigung, ja. Die werde ich nachher, was? Die wirst du nachher noch sehen. So, außer das wird dauern. Wahrscheinlich erst in Folge 3. Also im besten Fall in der nächsten Folge. Da hättest du meinen Giga-Respekt. Truhe. Nee, hör den. Oh, doch, da unten. Doch. Chest. Das ist die Übersetzung. Ah, wir sind dumm. Ja. Gleich kommt ein weiblicher Gegner. Nee, aber hier gibt es eine Frau, die das Wort Chest auf jeden Fall in Caps Lock schreibt. So. Wir gehen hier weiter. Das sieht alles, das ist alles ziemlich harmlos. Aber du hast fast die schöne Stelle erreicht. Ist Blut? Ja, der Gargoyle kommt gleich. Der charged auf dich los, wenn du hier drehst. Also hier weitergehen und dann drehen. Und das ist dein Bro, ne? Der kommt jetzt schon. Kommt der jetzt hier oben? Mhm. Oh, da kannst du den plungen. Kommt der hoch? Kann sein, dass der fliegt. Ich höre ihn. Das klingt so flugmäßig, oder? Ah, du musst echt erst drehen. Okay, dann drehen wir. Ja. Oh, ich freue mich so. Die Stelle will ich dir auf jeden Fall noch zeigen, Max. Weil jetzt kommt der Moment, wo du überlegst. Das ist jetzt das super Schlimme, was jetzt kommt. Na, das ist einer der schlimmsten Stellen, die nichts mit dem Boss oder sowas zu tun hat, wo quasi. Also, wo du einfach nur gefoltert wirst. So weh. Es ist so übertrieben. Ich finde es 1000-mal schlimmer als eine Peitsche oder irgendwas. Weil er sitzt die ganze Zeit auf Lego, weil er ist ja nur eine Stunde. So. Wir machen mal easy. Wie gesagt, der einzige Unterschied ist, dass der halt elektrisch war. Ja, das war aber ja unsicher. Ja. Stack on that. Ups, das war unnötig. Das war gut. Lol, der Stagger. Die Waffe ist so broken. Oh shit. Ist ja auch länger als das Langschwert, ne? Kann er mal aufhören? Alter! Jetzt hab ich ihn. Du musst bei sowas geduldig sein. Ja, holy shit. Das hätte 5-mal das gleiche machen. Das war einmal sehr risky. Da hätte ich einfach einmal nochmal blocken sollen. So, und ist jetzt ein Bonfire. Hallo, Kathleen. Hallo. Ja. Ja. Okay. Kannst du da sagen, dass ich 5 Minuten später komme? Okay. Cool. Wir haben zu spät angefangen, Maxim, fällt mir gerade auf. Ja, das okay. Auch grad. Ich habe auch nicht aufgeguckt. Also, du kannst hier runtergehen, da ist ein Bonfire. Easy. So, und dann schaffst du das? Das schaffen wir noch, aber du musst durchrennen jetzt. Zum Bonfire? Wir gehen zum Bonfire und setzen uns dann. Hier ist es schwer, hier gibt es 2 Bonfires. Einmal das, was du dahin hast, das heißt, du hast diesen langen Weg. Mhm. Oder hier unten ist 1, aber da musst du jedes Mal den Fahrstuhl hochaktivieren. Also beide Wege sind scheiße. Nach oben. Ja. Also du willst ja in diese große Festung rein. Hier, der ist schon unten. Du kannst hier einfach das Ding aktivieren. Ach, das ist jetzt die Kirche. Ah, das ist die Kirche. Okay, und wo ist jetzt hier das Bonfire? Ah, nee, der geht zurück. Entschuldigung. Das mit der Kirche war ja auch noch. Ah. Du gehst jetzt hoch und kannst dann quasi nochmal drehen und dann kannst du die Treppe runtergehen. Du kamst ja von hier. Hm. Nee, du kamst nicht von hier, du kamst von oben. Du bist verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Ich glaub's. Aber theoretisch, du kannst auch theoretisch jetzt gleich zu der Stelle laufen. Das Bonfire da unten brauchst du nicht. Das erkundest du beim nächsten Mal.
Weil da kannst du selber auswählen, ob du lange laufen willst oder weiter Treppen hoch. Also da müssen wir hin. Ach so. Ja, wir gehen ach dahin. Ach so. Stimmt, wir haben ja auch oben gedreht. Genau. Nicht nur unten. Genau. Man dreht aber für beides. Richtig. Das heißt, wenn du an kannst, die Viecher kann ich mich erinnern. Du kannst jetzt quasi immer hier durchlaufen. So, das ist absolut kein Problem. So. Wir haben jetzt zwei Typen. Die kannst du ignorieren. Da läufst du einfach durch. Also kannst du auch fighten. So. Aber ich würde sie ignorieren. Und dann hast du diese Harpien, die dich getragen haben, gegen die fightest du jetzt quasi. Also nicht gegen die exakt selben, ne, aber gegen den rechts, rechts, genau. Ja, der schlägt jetzt einmal zu dem Kontakt. Okay. So, die Harpien sind super weird. Die haben Flügel, aber können runterfallen. Genau, hier runter. Hier gibt es nichts, das ist einfach vor. Der hört jetzt gleich auf. Hoffe ich doch. Normalerweise hört er auf. So, die sind richtig eklig. Die machen Blitzschaden. Na, deswegen kriegst du immer noch ein bisschen das sind was drei. Ab. So. Das Schwert ist zu viel. Also die staggern halt übel hart, wenn du die triffst. Das ist schon geil. Aber die haben halt eine sehr, sehr solide Attack-Speed. Irgendwer ist runtergefallen. Ja, genau. Die fallen regelmäßig runter. Aber so findet ihr. So. Kein Ding. Oh, er fällt auch runter. Ja, okay. Nee. Alles gut. Aber wir schaffen das quasi zeitlich nicht mehr. Das heißt, du gehst jetzt da lang, killst die drei. Ja, wollte gerade sagen, die sind ja jetzt auch nicht schlimm. Nee, die sind nervig. Okay, dreh nochmal und dann schließen wir ab, was genau eigentlich dumm ist, aber vielleicht darfst du mich nochmal peitschen. Ja. Ich bin halt wirklich absolut gegenteilig. Aber kann ja alles noch werden. Er will kein peitschen. Die Nummer 10. Eiswürfel in den Nacken. Das ist doch ein guter Abschluss. Okay. Dann würde ich dich einmal bitten, du gehst hier raus zum Kühlschrank und holst einen Eiswürfel. Du machst einmal den Kühlschrank auf und links hast du einen Eiswürfel. Schöner Abschluss. Ja, Leute, okay. Wir machen jetzt noch Eiswürfel in den Nacken. Ich wirke vielleicht ein bisschen pisst und red wenig. Das liegt daran, dass es unnormal schmerzt. Und deswegen war Nase doch besser, weil ich kann dabei wenigstens durchgehen, noch normal reden und lustig sein und grinsen und lächeln und lachen. Gerade ist das einfach nur ein Stimmungskiller für mich. Also nicht wirklich, aber es wirkt, glaube ich, so. So. Das okay. Ist ja übel, gell? Ihr habt ja so einen Eiswürfel-Spender. Achso, jetzt muss ich das... Alter, willst du mal sehen? Warte mal. Ich muss die Maske aufziehen. Ja, mach das. Alter, siehst du das? Alter, es sieht aus wie so eine Verbrennung. Alter, guck dir das mal an. Wallah, hab ich gerade. Das sieht aus, als wenn du 11 für 12 Jahre Akne hattest. Das ist ja übel krass, holy shit. Okay, ich mach dir ein bisschen. Rein, das wird immer weniger. Ja. Und viel Spaß. Alter. Oh. Alter, ich hab keinen Bock auf die Hände. Okay, Leute. Aber es war voll geil. Ich bin mega, mega stolz auf dich. Hat übel Bock gemacht. Ich muss sagen, cool, dass du mir hilfst. Jo, kein Ding. Ich hätte es auch witzig gefunden, hättest du mich nur verarscht. Das ja, geh mal links. Ja, wirklich. Mach die Kiste mal auf. Oder, ja, hier lang. Und dann kommt so eine riesen Kugel entgegen. Hätte ich auch witzig gefunden. Dann wäre das so ein Gegeneinander. Aber ist ja auch ganz nett. Vielleicht macht das der nächste Gast, das ist jedem freigestellt. Ja. Ja, vielen Dank. Auf deinem Zweitkanal gibt es auch viel Dark Souls. Auf deinem Hauptkanal gibt es auch Dark Souls Content. Genau, da haben wir jetzt auch ein bisschen geguckt. Aber, also ich mit bin... Mit Tolkien, ne? Richtig. Mhm. Da habe ich ihn auch quasi durchgecoacht. Aber die... Also, diese... Ich kann ja sagen... Diese Gegend, das nächste Bonfire würde ich richtig glücklich machen, wenn du das schaffst. Komm doch an. Ich bin hier sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Oh, ist so schön kalt. Ja. Das ist aber legit auch in der Hose. Ne? Das ist auch schön. Und zwar hier ist der Endboss richtig geil. Wenn du den Endboss hier gemacht hast, ist jeder weitere danach... Sind es die ist der Endboss in Form von zwei Personen da? Okay, ich glaube, es wurde schon sehr oft in meinen Kommentaren genannt. Die Leute freuen sich, glaube ich, sehr drauf. Aber ja. Ich bin confident. Ja. Tatsächlich über Hälfte... Ja, Tutorial-Bosse, ich weiß, aber... Ich bin confident. Also ich denke auch. Aber ich glaube, es werden gute Folgen. Gut. Oder eine Folge. Mal gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei Maxim vorbei. Alles verlinkt. Tschüssikowski. Achso, ihr Death Counter, Digga. Welche sind wir denn? So. Fertig.